Willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet ab sofort die Möglichkeit, Aktien und ETFs selbst zu handeln. Dabei wird auf ein neues Preismodell gesetzt, das erstmals eine echte Trading-Flatrate bietet. Für 2,99 Euro pro Monat können unbegrenzt Aktien und ETFs getradet oder ETFs bespart werden. Weitere Gebühren fallen nicht an. Mehr Informationen gibt es unter scalable.capital. Kapitalanlagen bergen Risiken. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen. Episode 110, lieber Defner. Und wir haben wieder den festen Boden unseres Podcast-Studios unter unseren Füßen. Nach der wirklich tollen Fahrt im Porsche Taycan. Rasant war es. Rasant war es. Und heute die 1-1-0. Also wir wählen mal den Notruf euch. Es gab viel Feedback zur Serie. In der Tat. Und es gab auch viel Kritik der stellen zur wir Porsche-Fahrt. Uns. Der stellen wir uns natürlich. Und ich lese mal eine vor. Von Wolfgang, die kann wohl stellvertretend für alle gelten. In solch einer spannenden Woche, da meint er wahrscheinlich Wirecard-Insolvenz, macht ihr eine Probefahrt. Kopfschütteln. Ja, andere haben es noch deutlicher gesagt. Da gibt es den größten Bilanzskandal in der deutschen Wirtschaftsgeschichte und die Herren haben nichts Besseres zu tun, als in ein E-Auto, in ein E-Porsche zu steigen. Also es kam wie nicht so gut an und dafür entschuldigen wir uns, aber das war halt ein dummer Zufall natürlich, weil die ganze Geschichte schon länger getimed war. Diese Probefahrt, Kollege Nando Sommerfeld hatte ja dieses Auto zur Verfügung und natürlich wollten wir das dann auch so schnell wie möglich veröffentlichen. Ja, da muss er wirklich sagen, meine Frau hat ja gesagt, komm, hätte die Serie einfach in den Sommer reingeschoben und hätte eine aktuelle Folge gemacht. Das hätten wir machen sollen. Hätten das wir muss man wirklich sagen. Genau. Und da muss man auch Rainer hat geschrieben, ich muss Kritik üben. Der letzte Podcast war, wie man in Österreich so schön sagt, ein Griff ins Klo. Das war er jetzt nicht meines Erachtens, weil ich fand, die Serie war trotzdem toll, weil Leute was über Mobilität, über deutsche Autos und ob Deutschland überhaupt es schafft, da noch einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Das war schon spannend und ich habe mir das ja selbst auch angehört und fand das nicht eine Probefahrt im Auto. Der Ton war wie aus dem Klo teilweise, aber das liegt natürlich dran, dass wir ja selber dann auch noch die Technik gemacht haben hier. Das geht halt dann bei mobilen Aktionen dann nicht so gut. Aber ich denke auch grundsätzlich war das Thema berechtigt und zumal wir ja schon mal im Tesla gesessen waren, wir wollen ja nicht nur einseitig hier einen E-Auto-Hersteller bevorzugen, sondern auch mal Vergleichsprodukte dann testen und ich denke, deswegen war es auch angemessen und vor allem die Themen, die wir da herum gesprochen haben, ist ja auch wichtig für Aktionäre zu wissen, wo stehen die deutschen Autobauer und Porsche gehört natürlich zum VW-Konzern, ist natürlich auch wichtig zu wissen, ob die Deutschen aufholen. Übrigens, vielleicht hat ja auch Daimler unseren Podcast gehört, wir haben ja dann über Nikola auch gesprochen in der Folge und gesagt, warum kommt nicht eigentlich mal Daimler dann mit der Ankündigung, wir machen einen Brennstoffzellen LKW und haben den schon so gut wie serienreif. Heute übrigens, an diesem Dienstag, am 30. Juni, da kommt hier die Pressemitteilung von Daimler Truck und sie bereitet mit Hochdruck die Serienproduktion von Brennstoffzellen vor. Mit Hochdruck. Experten am Standort Stuttgart entwickeln neue, hochmoderne Produktionsanlagen. Technologische Vorlage der späteren Serienproduktion. Also die Nikola-Aktionäre scheint das noch nicht so ganz zu fürchten. Die Aktie ist immer noch so um die 66. Die Daimler-Aktie ist auch nicht gleich um 30% in die Höhe geschossen oder sowas, ja, und hat mal eben 26 Milliarden on top gelegte Marktkapitalisierung und einen LKW mit Brennstoffzelle eingepreist, wie das sozusagen bei Nikola der Fall ist. Aber sie liegt ein Cent ein bisschen sogar auf. Im Minus, während wir hier aufnehmen. Also ehrlich, ich meine, also auf so eine Nachricht mit Brennstoffzelle so. Da scheint das Vertrauen in das Unternehmen nicht mehr ganz so hoch zu sein. Aber ihr seht, auf jeden Fall, oder Sie sehen, das ist ein relevantes Thema und deswegen ist es auch relevant gewesen, dass wir es gemacht haben. Timing war ein bisschen schlecht und deswegen haben wir uns überlegt, es gab ja auch viele Fragen rund um Wirecard, dass wir uns heute damit schwerpunktmäßig auseinandersetzen und dass wir noch ein Q&A machen wollen. Also nächste Woche ein Podcast,
der den Hörerinnen und Hörern gewidmet sein soll. Sprich, ihr, sie können uns Fragen schicken. Wir haben schon ein paar per Instagram oder per Mail, habe ich schon bekommen, habe ich schon alle reinkopiert. Mhm, sehr gut. Und da wollen aber wir auch ganz mehr aktuelle haben. Natürlich, genau. Würden wir gerne haben. Einsendeschluss ist, wäre dann so Donnerstagabend, muss man sagen, weil wir dann am Freitag dieser Woche schon aufzeichnen werden, weil die Urlaubssaison steht an und da werden wir auch sowieso dann ein paar Interviews auch nochmal anbieten, die dann auch nicht ganz tagesaktuell, dass falls da nochmal ein neuer Bilanzskandal dazwischen kommt, dann würden wir schon mal im Vorhinein um Entschuldigung bitten, dass wir den dann nicht auf. Ich hoffe mal, dass es nicht schon wieder ein DAX-Bilanzskandal wird in den nächsten drei Wochen. Also dass sowas dann doch historisch nicht so oft vorkommt. Aber man muss ja auch sagen, andere machen Sommerpause, wir genau. machen keine Sommerpause, wir machen spannende Interviews. Genau. Und zwar haben wir zwei Interviews und ein Q&A. Genau. Andere Podcasts machen Pause, ja. Das machen wir nicht. Und das öffentlich-rechtliche Fernsehen sowieso, da läuft ja schon, die machen ja, keine Ahnung, 3 Monate Sommerpause und 2 Monate Winterpause. Aber komischerweise, der Gebühreneinzug, der funktioniert Monat für Monat. Also das ist beim Öffentlich-Rechtlichen schon echt. Und die haben sogar noch hingekriegt, die Gebührenerhöhung. Die Gebührenerhöhung ist auch durch. Also das ist, war schon mal mein Wert der Woche. Wollen wir nicht darüber jetzt nicht aufregen. Weltfernsehen sendet auch durch, auch ohne öffentlich-rechtliche Gebühren und ohne Zwangsgebühren. Genau, und da können wir auch sagen, wer jetzt innerhalb der Woche, wir sind ja nicht die Einzigen, die von Börsennachrichten hier erzählen, dann kann man auch mal sich bei Welt.de oder bei Weltfernsehen sich die Sachen angucken. Und auch da hätte man wahrscheinlich ein ganz, also bei uns auf jeden Fall, im Fernsehen, bei euch ja auch, genau. hätte man ein großes Angebot für Wirecard gehabt, damit ihr sich auch informieren könnt. Genau. Also wir sind ja nicht die Einzigen hier, die also darüber reden, auch wenn wir das auf eine besondere Art machen. Ja. Und es ist vielleicht auch schlecht, sich hier wirklich nur bei unserem Podcast über Wirtschaft zu informieren. Das wäre doch ein bisschen einseitig. Zumal du? Wir so auch nicht einseitig, zweiseitig. Zweiseitig, ja. In der Tat. Aber mit der wöchentlichen Erscheinungsweise aber halt natürlich auch nicht diese Aktualitäten immer so abdecken können. Das ist, muss man halt auch nochmal dazu sagen. Da ist schon die tagesaktuelle Berichterstattung auch wichtig. Und bei mir in der Börse am Abend haben wir wirklich jeden Abend jetzt seit diesem Bilanzskandal über Wirecard gesprochen und wirklich da ganz deutliche Worte gefunden. Auch zum Beispiel Christian Röhl war bei mir zu Gast, der auch wirklich ganz klar auch davor gewarnt hat, dann bei dieser Aktie einzusteigen. Auch auf diesem zeitweise, ja, von Anfang an dann immer verbilligten Niveau, aber es wurde ja dann immer billiger. Aber wir gehen nochmal in die Einzelheiten dann. Genau. Aber das muss man wirklich sagen. Ich habe auch hier eine WhatsApp bekommen von Cosima, die uns ja auch zur 100. da gratuliert hat persönlich, die ja auch auf unser Anraten in ETF-Sparpläne eingestiegen ist. Es gibt viele, die sind da nicht gefeit gewesen. Auch sie ist mit 25 Euro eingestiegen in die Wirecard-Aktie, also verbilligt. Also sie hat die Aktie für 25 genau. Euro gekauft. Nicht nur eine, sondern ein paar mehr wahrscheinlich. Ja. Boah, ich weiß nicht, wie viel, das hat sie jetzt nicht mitgeteilt. Und fragt jetzt, was soll ich damit tun? Ja. Das ist ja die Klassik. Und das stehen wahrscheinlich viele da, die jetzt einfach die Aktie gekauft haben. Also 25, ist ja oder fast die, noch billig. Und das ist ja das perfide Beispiel. Also mein Broker, Trading212, schickt mir jeden Tag eine Nachricht. Oh, Wirecard, heute wieder 150%. So nach dem Motto, willst du nicht dabei sein? Also das sind halt auch ganz perfide Techniken, denen natürlich, man wirklich... wo sofort wieder Gier, Frist, Hirn so funktioniert. Ja. Und ich höre mich immer hier im Haus um unter der Kollegen Schar und auch bei denen, wo ich weiß, naja, die haben ETFs und haben Aktien und sind da affin für das Thema und frage, du hast hoffentlich keine Wirecard-Aktien. Und von jedem fast höre ich, doch, ja, ich habe gleich nach dem Bilanzskandal gekauft, weil ich dachte, das wäre jetzt so günstig. Also am ersten Tag, wir erzählen die Geschichte ja nochmal von vornherein, als die Bilanz nicht testiert wurde von EY und das Testat verweigert wurde und die Aktie dann schon mal um 70% abgestürzt ist, wo schon mal die ersten alle draufgesprungen sind und gesagt, ah, die Chance, Wirecard jetzt günstig zu kaufen. Und da wurde es ja immer billiger und immer mehr sind immer wieder aufgesprungen und manche haben dann immer nochmal Geld hinterhergeworfen, dem guten Geld nochmal schlecht, dem schlechten Geld gutes wieder gutes Geld hinterhergeworfen, ja, weil man denkt, man kann nochmal verbilligen. Der Einzige, der wirklich Glück hatte, Georgios vom Wetter, ich habe ihn heute auf dem Gang getroffen, sag, du hast hoffentlich keine Wahlaktie. Und dann, ja, ich habe keine mehr. Ich habe sie bei 6,50 wieder verkauft und bei 1,50 gekauft, ja. Okay, der hatte mal einen Schnitt gemacht, aber da muss man wirklich sagen, das ist wirklich, da hat er so ein Glück. Ich habe gesagt, Georgios, du hattest so ein Glück. Danke dem Börsengott und mach das nie wieder, ja. Oder geh ins Casino. Das ist Casino. Da muss ich jetzt als Aktionär wirklich fragen, wenn man jetzt davor steht, was kann von diesem Unternehmen noch versichert werden? Haben die irgendwelche Patente, die vielleicht jeder haben will? Haben die noch irgendwelche anderen
anderen Anlagen oder Assets oder irgendwas, die höher sind als die Schulden, die sie haben. Und die Schulden sind ja, wenn ich in die Bilanz schaue, wobei weiß man ja nie, 1,8 Milliarden. Bilanz von Bayer, okay. Und jetzt müssten die Werte, die sie haben, mehr wert sein als diese 1,8 Milliarden, damit irgendwas an den Aktionär am Ende groß bei rumkommt. Und natürlich gibt es immer Spekulationen, dann könnte noch hier was übernommen werden und hier. Aber das ist eigentlich die Frage. Was kann davon verwertet werden und ist das größer als sie? Und ich muss gestehen, wenn ich mir angeguckt habe und auch wenn wir den Skandal aufgearbeitet haben, sie haben irgendwie keine dollen Patente und auch die Kunden, die sie haben für ihre Wirecard-Bank oder für ihre anderen regionalen Gesellschaften, das sind eher Kunden, die ich jetzt nicht so doll fände. Also eher so komische Fluggesellschaften, die gern auch mal pleite gehen und ihren Namen ändern oder irgendwelche noch aus alten Zeiten Pornosites und Spieleanbieter. Ja, gut, sie haben schon jetzt in Deutschland auch seriöse Kunden wie Aldi und Lidl und so weiter, die ja auch erstmal gesagt Lidl? Haben. Habe ich nie gesehen. Aber Aldi. Aldi war dabei. Okay. Aber das war der einzige. Sorry, Lidl, die meisten Geschäfte machen sie mit irgendwelchen freakigen Kram, gerne in Europa, in Osteuropa und wenn es in Asien ist, irgendwie in Bangladesch, in irgendwie. Also wirklich, das haben wir ja hier auch schon mal damals besprochen. Also dieses Geschäftsgebaren war ja damals schon extrem komisch, weil ja Digitalisierung der Payments, also des Bezahlungsverkehrs, das gibt es ja eigentlich weltweit. Das ist ein weltweiter Prozess. Und warum muss ich das unbedingt in irgendwelchen undurchsichtigen Schwellenländern machen, wo es weder Konsumentenrechte groß gibt, wo Banken, die da operieren, auch unbedingt nicht die solidesten Bilanzierungsstandards haben und so weiter. Und das muss ich mich jetzt auffragen, wenn das Ding ausgeschlachtet wird, ist da was dabei, was beispielsweise jemand anderes kaufen will. Und ich habe beispielsweise damals von der Citigroup das Payment-System in Asien gekauft. Vielleicht ist das was wert, ich weiß es nicht. Aber da ich nicht glaube, dass die Einzelteile noch so viel wert sind, dass überhaupt alle Kreditgeber befriedigt werden können, würde ich unter normalen Investment-Gesichtspunkten nie und nimmer diese Aktie kaufen. So. Punkt. Ja, ein klarer Punkt. Und wir können uns ja wirklich zugute halten, dass wir beide da mal ausnahmsweise einmütig einer Meinung waren und gesagt haben, wir würden diese Aktie nie kaufen und schon eben vor ganz langer Zeit die Bedenken, die du gerade genannt hattest mit den Asiengeschäften, aber auch, weil wir gesagt haben, wir verstehen das Geschäftsmodell nicht wirklich und es ist irgendwie ein Riesenhype, der um diese Aktie gemacht wird und da gab es ja vor allem dann auch schon die Berichte von der Financial Times, ja, und immer wieder gab es neue Berichte und Gerüchte und da muss man einfach hellhörig werden als Aktionär und muss das irgendwie auch ernst nehmen, weil es gilt der alte Spruch, wo Rauch ist, ist auch Feuer und das ist meistens so und da muss man wirklich dann sehr, sehr kritisch sein Investment in Frage stellen, wenn man da drin ist und nicht einfach blind einer gierigen Masse und einem Sektenführer, Christian Röhler, das bei mir im Interview gesagt hat, der Braun ist ein Sektenführer und hier es gab halt eine große Sekte, die sich auch überall, diese Aktie wurde gepusht in den Boards und ich habe so viele Leute gefragt, warum hast du diese Aktie gekauft? Also wie gesagt, am Empfang, ja, Empfangsdame, Maskenbildnerin hatte die Aktie, ein Moderator, ein Jungredakteur, der Wetterfrosch. Und zu unterschiedlichen Zeitpunkten in diese Aktie investiert. Und so oft habe ich dann gehört, ja, hat mir ein Freund empfohlen, die Aktie, ja, weil wäre ja so toll und so. Verstehst du, was die machen? Welches Geschäftsmodell? Nee, aber einfach nur auf so einen Tipp hin, wird dann so eine Aktie gekauft, ja, und wird weiter damit gezockt. Und das ist einfach, das hat mit Aktieninvestition null zu tun. Und wie gesagt, wir haben vorher rechtzeitig darauf hingewiesen, vielleicht hätten wir noch deutlicher warnen sollen immer und öfters auch, ja, das haben vielleicht viele, das war schon vor längerer Zeit, als wir das mal thematisiert hatten, nebenbei auch, solche Gedanken muss man sich einfach machen, wenn man eine Aktie kauft, man muss sich einfach angucken, was gibt es da auch an der Berichterstattung, gibt es da, verstehe ich das Geschäftsmodell, könnte irgendwas faul sein und all das hätte man in der Vergangenheit tun sollen und soll man umso mehr jetzt tun, ja, und jetzt haben wir hier ein wildes Gezocke, ja, die Aktie war schon bei 1,28 runtergefallen, also innerhalb ja natürlich seit dem Bilanzskandal, wo sie noch vor über einer Woche bei über 100 Euro war, ja, erstmal 99%. Sie war bei 104, das genau. War der letzte Stand, genau. bevor dann erstmal Handel ausgesetzt und dann ging es erstmal 70% Ratsch runter und so viele Länge sind eingestiegen und haben da erstmal günstig gekauft. Dem Herrn Braun seine Aktien verkauft, der da ausgestoppt wurde. und dann bis auf 1,28 runter. Aber ist diese Aktie 1,28 wert?
Ich wage es zu bezweifeln, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass von dieser Wirecard AG nichts mehr übrig bleibt, weil dann er eben erstmal, wie Holger ausgeführt hat, die Gläubiger als erstes natürlich bedient werden. Der Insolvenzverwalter muss ja gucken, wir halten jetzt mal den Laden zusammen und dann werden sämtliche Interessen da angemeldet und dann kriegen erstmal die Gläubiger ihr Geld und also die Anleihegläubiger und die Banken, die Kredite vergeben haben und dann wird erstmal geprüft, was überhaupt noch an Luft sonst noch so in den Bilanzen steckt. Da gibt es bestimmt noch die eine oder andere böse Überraschung, wenn man da nochmal ein bisschen reinpiekst. Und dann ist wirklich die Frage, wie du gesagt hast, was ist denn da an werthaltigen Assets? Ja? Wenn ein Konkurrent kommt, der braucht nicht die Technologie übernehmen. Der hat seine eigene Technologie. Der will eigentlich nur noch die Kunden. Ja? Und da gibt es ein paar, auch seriöse Kunden, aber die ersten sind ja schon abgesprungen. Grubhub, der Fahrdienstleister oder der Uber-Konkurrent aus Asien, war mit der Erste, der gesagt hat, und tschüss, wollen euch nichts mehr zu tun haben. Ein paar andere halten jetzt erstmal noch die Stange, aber Finanzgeschäfte sind ja Vertrauensgeschäfte und wenn das Vertrauen immer mehr fällt und immer mehr auch die direkten Endkunden dann wie in Großbritannien plötzlich nicht mehr auf ihre Debitkarten da mal zeitweise zurückgreifen können, da werden die alle in Scharen Reis ausnehmen, sowohl dann die Businesskunden wie auch die Privatkunden und das wird zu einem ganz schnellen Abgang der Kunden führen und da ist da auch kein Wert mehr, was man irgendwie versilbern könnte. Ja? Dann kommen andere und sagen, auch liebe Kunden, wir nehmen euch gerne im Empfang oder ja, kommt zu uns. Und aber die Technologien, vielleicht werden noch ein paar Mitarbeiter übernommen, wenn sie Glück haben, von den über 5000 Mitarbeitern. Ich glaube, die finden neue Jobs. Die werden neue Jobs finden. Ja, die werden wahrscheinlich Jobs finden. Ja, und die haben ja auch zum Großteil einen guten Job gemacht. Das ist ja die wahrscheinlich, die, also ich glaube nicht, dass es so eine, die kleinen Mitarbeiter hatten damit nichts zu tun mit diesem Skandal. Die haben versucht, den Laden am Laufen zu halten. Aber offenbar wurde halt in den Chefetagen möglicherweise halt dieser große Betrug organisiert. Also wir müssen vorsichtig sein, alles ist ja noch nicht gerichtsfest, nichts ist erwiesen, aber es zeigt sich mehr und mehr dieses Bild eines großen Betruges und alle haben weggeschaut. Und zwar hat man ja versucht, Umsatz zu generieren oder Wachstum und das hat man nicht geschafft, indem man neue Kunden im Westen oder in der industrialisierten Welt, sondern man hat es einfach dadurch geschafft, dass man in Indien gekauft hat oder da in lauter kleinen Destinationen oder Indien ist ja keine kleine Destination, aber innerhalb von Indien auch nur so ein ganz kleines Gebiet, da haben sie für 500 oder 600 Millionen einfach einen kleinen Zahlungsanbieter und der Zahlungsanbieter hat dann wiederum Wirecard Geschäft organisiert und so hat man sich gegenseitig gekauft und Umsätze geschaffen und das ist natürlich kein nachhaltiges Geschäftsmodell und jetzt wenn ich mir angucke, jetzt bei 6 Euro ist die Aktie immer noch 740 Millionen Market Cap und das ist schon bei einer Verschuldung von 1,8 Milliarden, ist das schon eine Nummer und insofern würde ich, also wirklich, es ist wirklich nichts für Anlage, sondern höchstens Casino-Freunde, die denken, das Casino hat so, dann mache ich das mal, aber dann kann man auch irgendeine Goldaktie, die ein Penny-Stock ist und wo jemand dann schreibt, oh, die haben Gold gefunden im Boden, dann schießt die auch mal um 100% nach oben oder 200, das gibt's überall. Und es gibt in der Welt 10.000 Aktien und muss ich jetzt unbedingt Wirecard haben von den 10.000? Nee. Und so würde ich es auch immer bei anderen Sachen machen. Immer wenn ich was sehe, wo ich das Geschäftsmodell nicht verstehe oder wo es solche Meldungen gibt über Unregelmäßigkeiten, dann kann ich die anderen Aktien nehmen. Und dann habe ich vielleicht mal eine Chance versemmelt und vielleicht geht die Aktie dann hoch und vielleicht sehe ich dann meine Freunde, die alle sagen, hab ich gehabt. Und dann sagt man, oh, habe ich nicht gehabt. Oder schweigt halt dazu und denkt sich so, Mist, hätte ich dabei sein müssen. Aber auch einer der Fehler, das wollen wir nachher ja sagen, welche Lehren gibt es aus diesem Skandal? Und aber trotzdem, sowas für dich, für eine Anlage, lohnt es nicht. Aber wir sollten vielleicht mal drüber reden, wie überhaupt, ich meine, das Ding, was ja das Faszinierende ist, was uns ja beide auch fasziniert hat, wie kann ein Unternehmen so lange, also es war ja seit 2015 gab es ja Berichte über Unregelmäßigkeiten, die ersten Geschichten waren ja schon 2015 Financial Times, wie kann ein Unternehmen 5 Jahre lang diese Nummer aufrechterhalten, dann noch in den DAX aufsteigen, gegen alle Shortseller sich durchsetzen und es ist wirklich
schon ein Systemversagen, muss man sagen. Ja. Ne? Also, und deswegen auch viele, die ich dann gesprochen habe, die fühlten sich dann schon so ein bisschen, die halt dann eben auch große Verluste gemacht haben, die fühlten sich so ein bisschen betrogen. Ein Kollege sagte, ach, aber das war im DAX-Unternehmen zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel eine Frage, warum ist dieses Dings immer noch im DAX? Ja, und jetzt muss ich in jeder Börsensendung, zeige ich dann hier plus 200% oder minus 50%, keine Ahnung. DAX-Gewinner und Verlierer, jeden Tag hast du Wirecard immer da. Und wir müssen immer noch über diese Aktie sprechen, weil sie gerade im DAX ist, ja. Natürlich auch, weil sie interessiert, aber ich meine, es ist so ein Witz, dass es hier zum Beispiel von der Deutschen Börse jetzt keine Regel gibt, dass ein Konzern zum Beispiel schon vorher, der nicht pünktlich seine Bilanzen vorlegt, ja, dann da sanktioniert oder rausgeworfen wird. Das wird geändert jetzt. Die Deutsche Börse hat es bekannt gegeben. Also die Deutsche Börse auf jeden Fall ist ja ein Akteur, ist ein Akteur davon, weil sie 2018 die Aktie nach den klassischen Regularien. Aber die Regularien sind halt so, du guckst, wie ist die Market Cap eines Unternehmens, und zwar die Free Float Market Cap, also die von frei verfügbaren Aktien. Also wenn es irgendwie Großaktionäre gibt, die werden abgezogen. Und dann guckst du, wie oft wird eine Aktie gehandelt. Das ist einfach, diese beiden Kriterien heißen halt DAX, und ob das Unternehmen irgendwie vertrauenswürdig ist oder ob das Unternehmen mit irgendwelchen komischen Geschäftsmodellen unterwegs ist, das ist in der deutschen Börse egal. Es gibt wirklich diese zwei klassischen Kriterien. Das ist auch unterschiedlich als zum Dow Jones, wo ja irgendwie ein Komitee sitzt und denkt so, oh, nehmen wir mal die oder nehmen wir mal die. Da gibt es feste Kriterien. Hat seine Vorteile, aber sehen wir jetzt, hat auch seine Nachteile. Und da muss man halt jetzt gucken, wie kann man das nachsteuern. Aber Sie müssen zum Beispiel schon im Prime Standard erstmal Mitglied sein. Genau. Und da gibt es schon erhöhte Publizitätspflichten. Genau. Also dass man zum Beispiel Quartalsberichte vorlegen muss, und eigentlich müsste da irgendwie auch eine Frist für eine testierte Bilanz drin sein, sowas, okay. Aber da wird sicherlich nachgebessert, und ich glaube, die Deutsche Börse ist jetzt sicherlich der Akteur, der am wenigsten Schuld an dem Desaster hat. Ich meine nur, aber es gab viele solche Dinge, die eben Anleger dann versucht haben, irgendwie zumindest vor ihrem eigenen Gewissen zu rationalisieren. Aber es sind Stempel. Wenn du im DAX bist, das ist der Benchmark-Index von Deutschland. Und ich habe viele auch ausländische Podcasts gehört, die sich mit Wirecard beschäftigt haben. Und dann wurde immer wieder gesagt, das ist ein Unternehmen, das in diesem im Dow Jones Deutschlands drin ist. Und da muss man schon sagen, ja, insofern das hat das eine Symbol. Uns auch im Ausland. Ne? Und es war ja auch der erste DAX-Konzern, der überhaupt pleite gegangen ist, im DAX. Ja. Im DAX. Es gab viele Konzerne, die dann sozusagen langsam ab, Karstadt, Quelle, was auch immer, ganz viele. Die früher mal eine Größe waren, und dann fing halt ein langsamer, unaufhaltsamer Abstieg an, und die wurden rechtzeitig ausgewechselt aus dem DAX. Deswegen sagen wir auch immer, das ist immer ganz gut, wenn man so einen Index-ETF kauft, weil meistens steigen die dann, bevor sie endgültig hops gehen, vorher aus dem Index jeweils ab. In dem Fall war es eben kein langsamer schleichender Tod, sondern ein plötzlich heftiger Herzinfarkt, muss man sagen, und ein heftiger Absturz, aber eben auch nur deswegen, weil es ein Betrugsfall war und weil das keine normale Unternehmensentwicklung ist. Nur deswegen kann sowas dann eben mal passieren. Gut, jetzt sagen viele, das ist ja wahr, sieht man wieder mal die ETFs, die können es ja nicht, die müssen den Index abbilden. Stimmt auf eine Art, aber wenn man sieht, diese Wirecard-Geschichte hat ja nur funktioniert, weil es auch aktive Fondsmanager gab. Und das muss man, diese fünf Jahre wären ohne die ganzen Fanboys, wie ich sie mal nennen würde, nicht möglich gewesen. Und da war halt Tim Albrecht von der DWS, war einer der größten Fanboys überhaupt. Und der hat halt dafür gesorgt, hat seinen Fonds nicht nur mit 10%, man darf ja pro Fonds auch nur 10% von einem Titel drin haben, um eine gewisse Diversifikation zu haben. Das ist sogar vorgeschrieben. Der hat das dann noch über Terminmarktprodukte so gemacht, dass er sogar noch einen höheren Anteil hatte. Und der hat halt eine Macht im Markt. Und wenn alle sagen, Mensch, der Albrecht hat's, dann wollen das andere auch haben, weil das ist einer der Vorbilder so ein bisschen gewesen bei deutschen Aktien. Und sein DWS Deutschland war ja auch einer der Fonds, die ganz gut gelaufen ist. Und da wollte sich auch kein Analyst dagegen stellen. Wenn Tim Albrecht eine Aktie hat und Tim Albrecht ist Kunde von dem Research, dann will auch keiner schreiben, dass es doof ist. Und da muss man sagen, dass ohne diese Investoren hätte es nicht funktioniert. Und ich habe von einigen gehört, die erzählt haben, irgendwann durften sie ihre Aktien auch nicht mehr verleihen. Weil ein Shortseller funktioniert ja so, du musst dir, bevor du die Aktie verkaufen kannst, sie von irgendjemandem leihen. Also meistens von Fondsgesellschaften. Dann gehst du, weiß ich nicht, zur DWS oder zur Union Investment oder zur Deka und sagst, hallo,
ich würde mir gerne die Aktie leihen, dann musst du denen eine Leihgebühr zahlen, die kriegen dafür eine Leihe, kriegen einen Pfand hinterlegt, damit du auch auf jeden Fall dann die nicht damit abbauen kannst mit der Kohle und dann kriegst du die Aktie von denen und dann verkaufst du die Aktie. So funktioniert ja Leerverkaufen. Und das, teilweise war das so, dass der DWS-Mann es organisiert hat, dass niemand die mehr verleihen konnte. Dann standen die Shortseller da und konnten nicht mehr shortsellen und teilweise wurden sie sogar zurückgerufen, die Aktien. Also sie haben alles versucht, um diese lästigen Investoren rauszuschütteln. Und das ist ein Punkt mit gewesen, warum das funktioniert hat, weil die halt dabei waren und weil du sahst, dass Fonds gekauft haben und Und die so teuer und hoch bezahlten Fondsmanager das dann eben nicht gesehen haben und oder nicht sehen wollten. Ja. Also da braucht man auch kein hohes, die Wirtschaftswoche schrieb, ein Abo von der Financial Times oder der Wirtschaftswoche, die auch wirklich schon sehr lange auf Ungereimtheiten ja hinweisen, hätte gereicht, um hier zumindest hellhörig zu werden, hätte man hören und sehen wollen. Und das geht eben auch für den kleinen Anleger. Da kann sich keiner rausreden und sagen, ach, die deutsche Börse ist schuld oder die BaFin ist schuld oder der und der. Sondern man muss einfach selber die Informationen, die da sind, selber bewerten und eigenverantwortlich dann handeln und sich dann nicht eben als Opfer darstellen. Und eins aber noch zum aktiven Fondsmanagement. Es gab ja eben auch andere. Es ist ja so, waren ja nicht alle, die darauf reingefallen sind. Zum Beispiel Akatis. Stefan Risse ist dort Kapitalmarktstratege, hat bei mir im Interview gesagt, dass der Akatis-Gründer Hendrik Leber, und das ist ja ein sehr renommierter Fondsmanager, der Warren Buffett als Beispiel nimmt. Den Fonds habe ich übrigens in unserer Weihnachtsausgabe empfohlen oder vorgestellt. Wir machen ja keine Empfehlungen. Wir machen keine Empfehlungen, um Gottes Willen. Idee. Wir geben hier immer nur Ideen. Ja? Oder auch Verkaufsideen. Genau. Wir machen auch keine Verkaufsempfehlungen für Wirecard-Aktien oder so, sondern wir haben nur die Idee, dass man die Finger weglassen sollte. Ja. Aber nur nochmal zu Hendrik Leber. Und der hat eben auch ziemlich viele Wirecard-Aktien gehabt in allen Fonds und war dann mal, und das ist ja oft so übrig, dass Fondsmanager dann das Management treffen, entweder im Einzelgespräch oder auch bei Bilanzpressekonferenzen und dergleichen. Das gibt es ja meistens dann eben Analysten-Calls. Und der hatte mal die Möglichkeit, dann eben mit Herrn Braun zu sprechen und sagte, ach, der hat so wirklich vielen Fragen einfach nur schwammige Antworten gegeben. Und das kam ihm so suspekt vor, dass er darauf nach diesem Gespräch gesagt hat, wir hauen alle Wirecard-Aktien aus allen Fonds, die wir haben, verkaufen wir. Und es gab auch andere aktive Fonds, die nichts hatten, weil sie gesagt haben, die entsprechen nicht unseren Kriterien und unseren Regularien. Also da kann man eben auch nicht alle in den Topf werfen. Aber es gab schon viele, die diese Alarmzeichen gesehen haben. Und Hochachtung auch davor. Aber natürlich muss man sagen, muss sich ein Analyst, ein Fondsmanager und ein Privatanleger auch darauf verlassen können, dass eben Bilanzen, die vorgelegt werden, die von einem Wirtschaftsprüfer testiert, geprüft und testiert, mit Stempel drauf, also Siegel. Ja? Das heißt, wir geben Brief und Siegel darauf, dass diese Bilanz stimmt, ja? Sagt der Wirtschaftsprüfer. In dem Fall Ernst & Young oder EY, wie sie jetzt modern heißen. Ja? Und die haben das über Jahre gemacht. Und das ist der allergrößte Skandal, dass dieser Wirtschaftsprüfer so versagt hat und nicht genau geprüft hat und nicht sich diese Abrechnungen der Treuhand konnten. Seit 2017 haben sich so clear Audits gemacht. Und es gab ja schon 2015 und 16 so ein paar Sachen, da musste ja auch was verschoben werden. Dann gab es ja 2017 wirklich und die haben die 17er Bilanz, die 18er Bilanz haben sie wirklich mit einem klaren Siegel versehen. Und da hat keiner nachgefragt, wo ist denn das Geld oder sonst wie. Jetzt hat man jetzt auch gefälschte Sachen denen vorgestellt. Aber trotzdem, wenn es Irregularitäten oder wenn es Gerüchte darüber gibt, dann muss ich da noch genauer prüfen. Und das hat niemand gemacht. Und es gab auch viele Berichte darüber, dass es bei Ernst & Young viele Dokumente denen gegeben haben, damit die mal gucken, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Und die haben das trotzdem nicht gemacht. Und jetzt versucht natürlich Ernst & Young, sich reinzuwaschen und zu sagen, ja, das waren große, die haben uns groß betrogen und haben das ganz schlimm gemacht. Aber ja, man sieht, es gibt halt auch nicht mehr so viele Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Bei Enron ist ja eine ganz darüber pleite gegangen, das war Arthur Andersen. Also Enron vielleicht für die Älteren, ja, für die Jüngeren unter uns muss man nochmal sagen, das war eben ein Bilanzskandal, an den sich jetzt viele erinnert fühlen, ein Energiehändler in den USA, und der ist eben Anfang der 2000er hops gegangen, weil er auch total aufgeblähte Bilanzen hatte und eben der damalige Wirtschaftsprüfer
Anders Andres Andresen oder Anders Andresen oder sowas ist dann auch daran. Arthur Andersen. Ist darüber pleite gegangen. Viele genau. der Mitarbeiter sollen angeblich zu EY gegangen sein damals. Ja, ich muss sagen, Herr Braun, der ja Chef von Wirecard war, war ja selbst bei KPMG. Also insofern kann der sich gut aus in der Branche. Aber das KPMG waren ja die Ersten, die dann da mal Zweifel angemeldet haben. Es gab genau. ja dann eine Sonderprüfung durch eben eine andere Wirtschaftsprüfung, nämlich KPMG. Kam übrigens auf Druck von Softbank zustande. Softbank ist ja auch eingestiegen als Investor. Und die haben aber nach diesen Vorwürfen der FT und so weiter dann gesagt, Moment mal, hallo Management, ihr müsst jetzt hier mal aufklären. Ja? Ja. Und die haben im September verkauft ihren Anteil. Das war auch über Credit Suisse. Also da muss man auch sagen, Softbank ist rechtzeitig aus der Sache rausgegangen. Die hatten so ein Convertible, es funktioniert ja so, ich gebe einem Unternehmen Geld und habe dann am Ende die Möglichkeit, entweder ich kriege die Kohle zurück oder es wird in Aktien getauscht, je nachdem, man kann dann festlegen, zu welchen Bedingungen das ist. Und dann hat im September 2019 Softbank wohl auch kalte Füße bekommen und dann haben sie das über Credit Suisse an Investoren verkaufen lassen. Also das muss man auch sagen. Und gleichzeitig wurde damals noch Bonds für 500 Millionen auch noch platziert am Markt und das war schon ein und das war auch ein, das hätte auch stutzig machen müssen die Leute. Also man sah ein Unternehmen, was freien Cashflow erwirtschaftet hat und gleichzeitig wurde aber immer wieder neue Anleihen irgendwie emittiert und wurde ein bisschen hier gemacht und da. Und man denkt sich so, wie kann es sein, dass wenn ich so viel Free Cashflow habe, dann würde ich doch erstmal das einsetzen, um die Investition zu machen und würde mir nicht neues Geld besorgen. Auch das hätte ein Kriterium sein können, wo man etwas stutzig wird oder so eine Red Flag, wie die Angelsachsen dazu sagen. Aber sowas finde ich halt immer für Privatanleger wirklich schwierig, so tief dann in die Bilanz einzutauchen und all diese Geldströme so sehr zu verstehen und so weiter. Aber ich finde halt, es gab in dem Fall, das kann sich keiner rausreden, wer sehen wollte, konnte sehen, es gab genug Warnzeichen, es gab genug und spätestens Berichte, Ende April, als die Zweifel KPMG angemeldet hat, haben. Genau. Wir können die Sonderprüfung, genau. Also Ende April. Und da muss man auch jedem, und dann haben wir auch viele Fonds dann verkauft und da muss man sagen, das war ja noch gerade rechtzeitig Ende April. Herr Albrecht hat noch seinen Kram nicht, er hat teilweise abgestoßen, aber hat noch relativ große Anteile noch gehalten bis kurz bevor der Bilanzskandal. Und dann gab es ja Anfang Juni sogar noch von der Polizei in München eine Hausdurchsuchung. Also jeder, der irgendwie nur so ein bisschen die Schlagzeile guckt, hätte Anfang Juni noch, wo die Aktie auch so um die 100 noch notierte, hätte man auch was machen können. Aber das Krasseste war ja, dass dann in der Woche vor der Bilanzveröffentlichung, bevor eben die Bilanz dann nicht testiert wurde, ja die ganzen Wirecard-Jünger überall nochmal getrommelt haben und gesagt, ja jetzt muss man unbedingt rein, jetzt kommt der Tag der Wahrheit. Der kam dann auch, aber die Wahrheit sah anders aus, als sie die erwartet hatten, sondern ja, jetzt kommt die Bilanz und endlich wird alles gut und in den Foren und überall wurde gepredigt und Leute, also ja, aber es sind auch Leute drauf reingefallen. Die, ja, wenn eine Kollegin, siehst, die gesagt, ja? Frank Thelen, ich habe einen Podcast gehört, Mission Money. Frank Thelen hat erzählt in diesem Podcast Anfang Juni, nach der Polizeidurchsuchung in München wäre die Aktie nochmal gefallen, ist er dann nochmal richtig zugegriffen, weil das wäre nochmal eine einmalige Chance gewesen. Und wenn selbst Leute wie Frank Thelen, die ja von Technologie was verstehen, das machen und sich öffentlich hinstellen. Also da muss man wirklich, ich habe das Geschäftsmodell, wir haben das beide bis heute nicht so wirklich verstanden, wie das funktioniert. Aber Vor allem, wenn es Hinweise gibt und dann öffentlich dann so eine Aktie irgendwie auch nicht zu empfehlen, aber zu nennen zumindest und zu sagen, dass man da drin ist, ja. Und für viele ist ja Frank Thelen einfach ein Guru, weil er zum Beispiel natürlich auch in Tesla investiert hat, erfolgreich, und seit Höhle der Löwen natürlich eine wahnsinnige Popularität hat. Das ist auch wirklich fragwürdig. Und es gibt so viele Fragezeichen, aber ich finde, wie gesagt, letztendlich jeder Anleger muss sich an der eigenen Nase fassen und muss sagen, ich habe jetzt hier wirklich Lehrgeld bezahlt. Lehrgeld, das ist ein gutes Stichwort. Lehren. Lass uns mal die Lehren aus dieser Geschichte sagen. Was,
Was man ja sagen muss, die erste Lehre, die hast du ja schon dir gesagt, nie auf so Geheimtipps von Freunden hören. Also das ist wirklich Geheimtipps. Also klar, wenn einem Menschen was erzählen und man eine spannende Aktie darauf findet, das ist ja, ja schon dann mal kann okay. Dann kann man das aufnehmen, ja, aber nicht einfach blind dann einfach kaufen, sondern so ein Tipp oder auch eine Idee oder auch Ideen, wie wir sie hier nennen. Ja? Nicht einfach zu sagen, jetzt kaufe diese Aktie, weil ein gewisser Chapitz oder ein Defner oder sowas die als Idee mal genannt haben, sondern dann fängt man an, sich zu informieren. Genau, dann guckt man sich das an und wenn man dann feststellt, oh, da gibt es aber ganz komisch, also man kann auch in die Foren sich mal angucken, was da für ein rauer Ton war. Es wurden teilweise negative Artikel, wurden wieder gelöscht. Auch das kann man wirklich nachverfolgen. Und man sah, dass da wirklich so sektenartig das funktioniert. Und jeder, der normal so ein Unternehmen wird nie so eine, oder auch Aktionäre von einem normalen Unternehmen werden nie so sektenartig sein. Das sollte einem auf jeden Fall sagen, nee, das ist es nicht. Mhm. Also ein Tipp ist das schon mal. Und das zweite ist, jetzt komme ich. Ja, gut. So. Machen wir auch schon abwechseln hier. Das gehört aber mit dazu, was wir eben auch schon angesprochen haben. Wirklich nur Aktien kaufen, deren Geschäftsmodell man auch versteht. Das ist so eine alte Warren Buffett-Regel, ja. Der dafür natürlich auch viel verpasst hat, vor allem viel Technologie verpasst, weil er gesagt hat, verstehe ich nicht, das ist Technologie, das ist Internet, ja. Bin ein alter Mann, ich trinke meine Coca-Cola, ja, das verstehe ich, das Geschäftsmodell und McDonald's und was auch immer und Versicherung. So mittlerweile hat er ja auch Apple-Aktien auch und so weiter. Ja. Das hat er jetzt mittlerweile auch verstanden, haben also seine Enkel wahrscheinlich mal erklärt, was so ein und iPhone Amazon ist. Amazon hat er auch verstanden. Amazon gesagt, hat er langsam. Er hat jetzt ein bisschen jüngere Leute reingeholt, die ihm so ein bisschen Nachhilfe geben, ja, damit er auch neue Geschäftsmodelle versteht. Aber grundsätzlich ist es einfach ein guter Ansatz, ja. Und es gibt, wie gesagt, so viele Aktien. Und da gibt es genug, deren Geschäftsmodell man verstehen kann, weil man zum Beispiel einfach die Produkte als Privatkunde nutzt und was auch immer und auch sieht, dass es diese Produkte wirklich gibt, ja, dass es dieses Unternehmen wirklich gibt, dass es real da ist und man sieht, wie es bei seinen Freunden gefragt ist, was auch immer, Kollegin Tatjana Um sagt immer, ich kaufe immer LVMH-Aktien, ja, weil da mache ich auch die Handtaschen dazu, ja. Und nein, aber ich meine, dann sieht man, hat man ein Gespür dafür, welche Markttrends da sind und dann. Naja, ob du dann weißt, ob die Chinesen gerade unterwegs sind und irgendwie reisen und dabei LVMH-Taschen kaufen. Ja, und du weißt das wirst auch, du dadurch nein, nicht bekommen. Du weißt auch nicht, wie ob die Bilanz jetzt stimmt oder nicht oder ob die Bilanzfälschung machen oder sowas. Aber bei Wirecard war es halt einfach schon mal schwierig, überhaupt das Geschäftsmodell zu greifen. Und zu greifen, ob das wirklich man damit dieses Geld verdienen kann, was dann eben ausgewiesen wurde und irgendwie das nachzuvollziehen. Aber wenn man eine Aktie kauft, sollte man wenigstens so viel verstehen, das Geschäftsmodell macht es meiner Meinung nach Sinn. Kann man damit meiner Meinung nach wachsen? Ist das eine Geschichte, die auch in 15 Jahren noch funktioniert als Geschäftsmodell? So, da kann man sich Gedanken machen. Und man kann sich schon auch Gedanken machen, ob die Chinesen jetzt weiter LVMH-Aktien kaufen werden oder ob sie weiter wieder reisen werden nach Corona und so. Solche Gedanken kann man sich ja machen, ja, wenn man das Grundmodell eigentlich versteht zum Beispiel. Du darfst auch eine Lehre nochmal bringen. Ich darf auch eine Lehre. Eine Lehre ist für mich auf jeden Fall diese FOMO, Fear of Missing Out. Ich glaube, das ist auch eins der großen Sachen. Also wenn der Kollege am Nachbartisch oder wenn die Kollegen da sitzen und sagen, ich habe jetzt die, weißt du, und raunen ist. Und dann ist ja auch in diesem neuen Zeitalter, wo jeder eine Bank auf dem Handy hat und dann mal eben rumwedeln kann und zeigen kann, guck mal hier, meine größte Position. Das ist ein Problem, wenn man sieht, dass andere irgendwo Geld verdienen und man selbst nichts verdient. Und man hat das Gefühl, irgendwie verpasse ich da was. Und das muss man aushalten können, was zu verpassen. Und deswegen Fear of Missing Out, eine Aktie nie deswegen kaufen, weil man Angst hat, was zu verpassen. Und es gab auch diesen Costolani-Spruch, die nächste Straßenbahn kommt gewiss. Damit meinte er auch, wenn einem eine Aktie wegfährt, dann muss man der nicht hinterherlaufen, sondern gibt es irgendeine neue Chance. Und an den Börsen gibt es immer neue Chancen. Und man muss auch nicht nur, weil der Kollege, und die meisten Kollegen zeigen ja nicht ihre großen Tiefschläge. Das hat er nicht gesagt. Das ist ja eher so, guck mal hier, das ist ja eher so Dick-Swinging. Ich zeig mal hier, was ich habe. Und dem sollte man nie folgen. Nie, nie, nie. Fear of Missing Out ist wirklich kein guter Ratgeber. Das ist so, was wäre so und mein Tipp. Und das gilt Tipp. Gerade jetzt für das Rumgezocke hier auf diesem fast Pennystock-Niveau. Und es vielleicht wird es ja auch noch ein Pennystock. Und dann denkt man jetzt mal, nur noch 10 Cent die Wirecard-Aktie. Boah, die war mal bei 100. Ja, super günstig. Nein, also wirklich da. Und auch wenn die dann abgeht, natürlich sieht man dann vielleicht auf dem Realtime-Chart oder im Fernsehen, heute schon 300% gemacht. Boah, warum wäre ich da mit dabei gewesen? Oh, da muss
muss ich rein. Und Gier frisst Hirn, das setzt im Hirn wirklich was aus. Das haben ja Hirnforscher erwiesen, dass bei Gier und bei Schnäppchen, bei vermeintlichen Schnäppchen, was dann wie dann eben aus so einer Wirecard-Aktie dann wahrgenommen wird, dass da was aussetzt und dem nicht folgen, und sondern da wirklich rational bleiben und sich wirklich wieder nullen und notfalls hier sein. Nullen, das ist gut. Nur weil die Aktie bei 100 war, oder sie war ja bei fast 200, heißt das nicht, dass sie bei 10 günstig ist. Diese Verankerung, dass man sagt, die war doch mal so und so viel. Und auch die Idee des Menschen glauben, glaube ich, ja, das kann gar nicht pleite gehen. Das, was pleite gehen kann, das können Menschen auch manchmal nicht glauben. Es kann was pleite gehen, selbst so ein großer DAX-Konzern. Also man sieht, das ist schneller passiert, als man sich das vorstellen kann. Und insofern auch das, so eine Verankerung von Preisen, wo man denkt, das war mal so und jetzt ist es so. Da muss man wirklich aufpassen. Dann hat man ja auch Geschichten gehört, dass Leute im Vorfeld eben, als die Wirecard-Story noch intakt war, irgendwie so alles auf diese Wirecard-Aktie gesetzt haben und viele Neulinge an der Börse. Und wir haben ja Gott sei Dank jetzt gerade eine Welle, wo viele, viele neu an die Börse kommen. Wir haben es neulich auch thematisiert, die vielen neuen Neo-Online-Broker und so weiter. Und Gott sei Dank fängt es wieder an, gerade eine Aktienkultur in Deutschland sich zu entwickeln nach wirklich fast 20 Jahren Brache seit dem Zusammenbruch des neuen Marktes, ja, wo eben das Gleiche passiert ist, wo es eben auch solche Pleiteunternehmen gab, ja. Und zwei Generationen irgendwie fast irgendwie nichts mehr mit Aktien zu tun haben wollten im Großen und Ganzen. Und jetzt geht's wieder los und Leute interessieren sich wieder. Und es wäre so, es wäre wirklich so tragisch, wenn jetzt dieses zarte Pflänzchen Aktienkultur von so einem Skandal wirklich zertreten und erschüttert würde. Oder wenn wir eine Zockerkultur bekämen, das wäre viel schlimmer. Genau. Und deswegen ist halt zum Beispiel auch da eine Grundregel, wenn man Einzelaktien, wir empfehlen ja grundsätzlich ja immer in den breiten Markt zu investieren, zum Beispiel bei einem MSCI All Country World ETF, den man am besten als Sparplan bespart oder mal streut auf verschiedene ETFs, um die ganze Welt abzudecken. Ja. Und wenn man dann unbedingt so ein bisschen spekulieren will und investieren will in einzelne Ideen, die man hat, wo man Geschäftsmodelle versteht, dann sollte man aber auch da sozusagen den Kapitaleinsatz doch streng regulieren und da auch wirklich dann seine Risiken streuen auf verschiedene Aktien, nicht irgendwie alles auf eine Aktie setzen. Ja? Und da gibt es eben Leute, die wahnsinnige Summen dann auf eine Aktie gesetzt haben. In der Wirtschaftswoche war halt auch ein Beispiel von einem Steuerberater, der erstmal 60.000 Euro in der Wirecard hatte und dann nochmal nachgekauft hatte. Natürlich, ja. Weil man seinen eigenen Fehler nicht eingestehen will und dann meint man, man kann jetzt noch mal billiger nachkaufen und dann wird der Einstandskurs niedriger und dann wirft man eben dem guten Geld Schlechtes hinterher. Und deswegen Depotposition einfach nicht zu groß werden lassen. Ich würde sagen, eine Einzelaktie sollte auf keinen Fall mehr als 10% im Gesamtdepot haben. Ja, und wenn man dann natürlich den großen Batzen ETF hat, dann kann man auch mal sagen, jetzt nehme ich einfach mal eine Einzelaktie mit rein. Aber wenn irgendwie mein Depot nur aus Aktien besteht, ja, dann sollte ich schon mindestens 10 verschiedene Aktien haben, um diese 10% zu haben. Dann kann ich mir auch mal leisten, dass eine einen Totalausfall hat und dass die anderen das vielleicht wieder wettmachen, wenn sie um 10% steigen. Besser wäre 20, würde ich sagen. Besser wären 20 ist ein Minimum. Ich würde sagen, allerhöchstens wäre 10% Depotanteil. Ja. Und dann kannst du ja auch 20 haben und mit unterschiedlicher Gewichtung kannst du auch sagen, eine große Aktie, die kann man ein bisschen stärker gewichten und eine kleine Start-up-Aktie, die gewichte ich natürlich dann schwächer, also nicht alle gleich gewichten. Aber ich würde einfach höchstens 10% eine Aktie gewichten. Und dann hat man eben, selbst wenn es ein Totalverlust, und damit muss man eigentlich bei Aktien immer rechnen und jetzt selbst bei DAX-Aktien, wir haben es gesehen, es kann eben auch beim DAX-Konzern ganz, ganz schnell gehen. Es gibt nirgends eine Garantie und dieses Risiko muss man einfach auch mit einkalkulieren. Bei genau, und da sollte keine Selbstüberschätzung haben, mehr viele, gerade die jetzt im März eingestiegen sind, da ging es ja V-förmig nach oben, das berühmte Defnersche V, was ein bisschen zittrig ist, aber auf jeden Fall ist es ja V-förmig und da konnte man ja eigentlich mit fast jeder Aktie gewinnen. Und da kommt man schnell dazu, dass man sagt, oh, man kauft mal los und sieht, oh, ich habe mit allen Dingern Gewinn gemacht. Und dann wird man übermütig, dann kommt der Hochmut und dann denkt man sich so, oh, warum soll ich eigentlich meine zweitliebste Aktie überhaupt noch kaufen, wenn ich doch meiner liebsten Aktie vielleicht das ganze Geld da reinstecken soll? Und schon hat man so eine Spirale und klingt ja auch gut. Warum soll ich das zweitleckerste Essen essen, wenn es das leckerste doch gibt und so? Aber an der Börse sollte man immer diversifizieren, weil man falsch liegen kann. Und diese Idee, die beste, die Lieblingsaktie muss auch, die kann das höchste Gewicht haben, gerne, aber die muss nicht ausschließlich im Depot sein. Deswegen
und auch Selbstüberschätzung immer an der Börse ist immer Demut gut. Demut, Demut, genau. Demut. Weil man gewinnt, das ist nicht immer das eigene Können, das ist ganz oft, hat das was mit Glück zu tun. Und Fooled by Randomness von Nassim Taleb ist ein wunderbares Buch. Wer schnell dem anheimfällt, der sollte dieses Buch mal lesen und der wird schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, um zu sehen, dass er eben nicht der große Könner ist, sondern dass viel auch mit Glück zu tun hat. Absolut. Ganz, ganz wichtig, ja. Und sei nicht gierig, ja. Höchstens, wenn die anderen panisch sind, wie es Warren Buffett sagt, so würde ich mal sagen, sollte da auch gelten. Aber in der Regel wird man ja eben nicht gierig, wenn die anderen panisch sind, weil die große Angst am Markt herrscht, sondern eben man wird gierig, wenn die anderen auch gierig sind, wenn diese Gierwelle übers Land schwappt. Ja, natürlich ist Gier als grundsätzliche Antriebsfeder schon auch gut, finde ich. Das ist ja auch ein gewisses Gewinnstreben. Ja, da genau. Kommt wieder Gordon Gekko. Ja, Gordon Gekko aus Wall Street, ja. Aber man muss diese Gier einfach psychologisch einordnen können und als Antrieb nehmen, aber dann eben hinterfragen, weil Angst und Gier sind einfach schlechte Ratgeber, vor allem an der Börse. Das gilt für die Angst, wenn man panisch verkauft, so wie im März, weil der DAX plötzlich auf 8.000 fällt und alle sagen, wir müssen jetzt alle an Corona sterben und überhaupt, keine Ahnung, nicht sterben, aber es wird alles noch viel schlimmer und so weiter und so fort. Und dann dreht sich diese Abwärtsspirale und genauso gibt es Aufwärtsspiralen eben, die sich da immer selber dann nochmal verselbstständigen und wo eben, wie du gesagt hast, im Freundeskreis alle ansteckend und im neuen Markt war eben diese Gierwelle extrem groß und da, das war eben vor 20 Jahren, da können sich nur noch die Älteren erinnern, aber sowas könnte jetzt eben möglicherweise auch wieder entstehen. Aber da gab es noch kein Handy und ich glaube, das ist doch das Nächste. Ja, aber da gab es das Internet. Das war halt, aber da gab es, da konnte es aber nicht so einfach. Hey, ja, aber es gab die Internetbroker und ja, aber das war nicht so einfach wie heute. Heute stehe ich mit meinen Freunden zusammen, der erzählt mir was und ich gehe mal eben aufs Klo und denke mir so, oh komm, da kann ich es machen. Und das ist eine nächste. Aber das hat ja damals eben auch funktioniert. Ich finde aber, ein Handybroker ist eine Riesengefahr und das muss man auch, da ist man viel impulsiver. Und wenn ich ja erzähle, dass ich Nachrichten kriege, dass mein Broker mir schreibt, ey, Wirecard, Gier hat immer funktioniert, mit welcher Technologie die holländische Tulpenblase im, wann war das nochmal, 1500 oder 1600 irgendwann nochmal, da gab es überhaupt noch kein Telefon und nichts, ja, und trotzdem ist die Gier übergesprungen, da hat es vielleicht ein paar Tage länger gedauert, bis sich sozusagen dieses Gier-Virus dann epidemiologisch verbreitet hat, aber diese virale Verbreitung, das funktioniert immer, ja, und manchmal dauert es halt mit Mund-zu-Mund-Propaganda ein paar Tage länger. Heute mit dem Handy geht es natürlich schneller und entsprechend stärker sind nochmal die Kursausschläge. Aber wenn Gier sich breit macht, es hat jede Börsenblase und jede Anlegerblase, eben von der holländischen Tulpenblase über die Eisenbahnblase, wo man alles in Eisenbahnaktien gesteckt hat, über die Ostindien-Seefahrts- Mississippi-Bubble. Blasen. Es gab so viele Bubbles. Und immer wieder waren es neue Technologien, die Leute gesagt haben, oh, das verändert die Welt, ja. Und das ist die größte Chance des Jahrhunderts, wie gerade manche über Wasserstoffaktien Artikel schreiben, ich will hier keine Namen nennen. Aber immer wenn sowas kommt und natürlich solche Artikel auch gefragt werden und solche Zeitschriften sich verkaufen mit entsprechenden, muss man immer vorsichtig sein. Und wenn solche Nikola-Aktien kommen mit 0 Euro Umsatz und auf einen Hype aufspringen, eben der sich gerade gut verkauft wie ein Brennstoffzellen-LKW, dann müssen alle Alarmglocken klingeln. Da muss man fragen, ist wirklich ein Unternehmen, das einfach nur ein paar Zeichnungen hat, 26 Milliarden Dollar wert? Das sind die Fragen, die man sich da stellen muss. Ein anderer Bilanzskandal war übrigens der Flotex. Flotex hieß das Unternehmen. Flotex, ne? Ja. Das war so ein Bodenbelagshersteller. So angeblich so ein voll innovativer Bohrer, mit dem man dann irgendwie Leitungen ohne Unterputz verlegen konnte, was auch immer, und auch behauptet, dass sie so und so viele schon verkauft hätten. In Wahrheit gab es, glaube ich, nur ein Gerät davon, ne? Und es war halt auch eine riesen Bilanzmanipulation, ein riesen Betrug. Und immer wieder gibt es, das war auch, glaube ich, im Jahr 2000 oder sowas, ne? Auch in diesem Börsenhype. Und gerade solche Börsenhypes locken natürlich. Ja, 2000, ganz genau. Locken Betrüger an. Und immer wenn, man muss auch ganz besonders bei so einem Hype-Thema, also wie Brennstoffzellen momentan oder wie in den letzten Jahren Gold, da gab es ja auch zuletzt wieder ganz viele Betrügereien, Bitcoin. Immer wenn ein Thema gehypt wird, was Anleger FOMO macht und gierig macht, ja, dann kommen eben auch die Betrüger, die auf sowas aufspringen und sagen, hallo, ich habe hier eine super geile Goldaktie, wie so ein Goldexplorer, der wird bald fündig. Oder hier das nächste Bitcoin, hier dieser eine Skandal mit einer Kryptowährung, die angeblich mit Gold unterlegt worden sind. Ja, auch ein riesen Abzockeskandal.
Kann immer wieder solche Skandale erleben, auch mit erneuerbaren Energien wurden viele solche Schindluder betrieben, bei Anleihen, bei Fonds, was auch immer, Windparkfonds, Solarparkfonds und entsprechenden Anlageobjekten, die vertrieben wurden. Also überall muss man vorsichtig sein und vor allem, wenn dann immer irgendwelche garantierten Renditen versprochen werden, das ist ja das andere jetzt nicht unbedingt bei Aktien, aber da gibt es so viel, wo man reinfällt und je bunter und glänzender der Prospekt und je toller die Story ist, desto mehr müssen die Alarmglocken klingeln und man muss wirklich hinterfragen, macht das Sinn, kann das wirklich sein, kann diese Firma wirklich jedes Jahr wie Wirecard irgendwie immer schön um 30% hier alles steigern und stetiges Wachstum, diese stetige Sachen, ja, das ist einfach, das war da ja muss schon man fast wie bei der kommunistischen Partei, so, ne? Immer die Planziele, ja, immer übertroffen. Es ist wie bei Bernie Madoff, der ja auch seinen Aktionär oder seinen Anteilseigner oder seinen Investoren, die ihm Geld gegeben haben, auch das versprochen. Insofern, da muss man auf jeden Fall skeptisch werden. So, jetzt muss man eine Sache fragen, wo wir auch, die man sich stellen muss. In der Vergangenheit, ja, aber in der Vergangenheit war es ja meistens so, dass solche großen Skandale auch so ein Markttop gewesen sind. Und zwar ist ja immer so, in der guten Zeit investieren alle Leute da rein, fragen nicht groß nach und dann ist so ein Maß an Unbekümmertheit, was sich da breit macht und die Leute sagen, oh, ich investiere und ist ja alles gut und es geht immer hoch und du musst eigentlich deine Investments nicht groß prüfen. Und das war ja so 2000 bei Enron und dann danach nochmal WorldCom und wie sie alle hießen. Und in der Folge war es ja manchmal so, dass nach großen Skandalen der Markt nach unten geht. Und da glaube ich schon, dass auch Wirecard, ich meine, der Technologiemarkt in Deutschland, wo ja Wirecard drin war, hat ja schon 10% verloren, anders als in Amerika, wo ja die Nasdaq fast auf Allzeithoch ist. Man sieht also schon die Folgen für den deutschen Technologiemarkt, was auch daran liegt, dass Wirecard da hochgewichtet war, klar. Aber trotzdem sieht man auch die Folgen. Und ich glaube schon, dass es gerade für deutsche Tech-Unternehmen jetzt schwieriger sein dürfte, weil gerade das Ausland guckt auch genau drauf und sagt sich so, die Deutschen scheinen so einen Hang zu haben, wenn sie mal Technologie haben, was sie nicht so häufig haben, das dann zu pushen, dass dann auch die Aufsicht mal ein Auge zudrückt, dass auch die Politik mithilft und so weiter, weil sie endlich auch mal was Großes haben wollen. Das ist ja auch diese Wirecard-Nummer, sagen ja auch viele im Ausland, ja, das wollten die Deutschen einfach, das sind Trickser, die versuchen mit allem in der Welt auch größer zu werden und Technologiebereich aufzumachen. Und da glaube ich schon, dass das Folgen hat für deutsche Technologiewerte insgesamt, dass Leute eher sagen, dann nehme ich lieber den aus dem Silicon Valley, ist vielleicht ein bisschen teurer, aber das ist mir sicherer. Was glaubst du da? Also ich glaube, wie ich gerade gesagt habe, das ist natürlich, wenn es so Bubbles gibt, dann natürlich Betrüger angelockt werden. Ja, die Wirecard-Story ist ja schon älter, also dass die jetzt auf diesen Trend aufgesprungen sind, wie wir damals am neuen Markt, wo ja dann wirklich auch betrügerische Firmen rankamen und gesagt haben, also einfach kann ich da Geld einsammeln oder ich springe auf so einen Brennstoffzellentrend auf und sammle mal eben Milliarden ein. Wirecard ist ja schon länger am Start und hatten ja möglicherweise auch substanzielles Geschäftsmodell. Ich glaube, da war es einfach diese Großmannssucht des Herrn Braun, ja, der dieses Unternehmen ja groß gemacht hat, als er da eingestiegen ist als Manager. Und er wollte halt die Nummer eins in der Welt werden und hat dann eben getrickst, wie er konnte. Und die Idee war ja offenbar, was man hört, möglicherweise auch dahinter zu sagen, wenn wir erstmal diese Größe erreicht haben, dann kommen die anderen Großen zu uns, die Ubers und die Amazons, und entwickeln sie ihre Zahlungs über uns. Wir brauchen erstmal diese kritische Größe und so. Und dann werden wir sowieso unangefochten. Dann können wir die 1,9 Milliarden auch irgendwann zurückzahlen. Aber das ist eben, hat nicht funktioniert. Deswegen glaube ich, das ist eine singuläre Betrügergeschichte mit anderen Motiven als irgendwie nur abzuzocken, sondern die wollten schon möglicherweise irgendwie was Großes aufbauen und deswegen würde ich das jetzt nicht so als systematisch sehen für eine Bubble. Ja? Keine Menetekel für den Gesamtmarkt. Genau. Und deswegen würde ich sagen, glaube ich nicht, dass jetzt hier der Gesamtmarkt, weil die Euphorie ist noch nicht so groß, wie sie eben damals im neuen Markt war, sondern wir haben die von mir immer wieder seit diesem Podcast beschriebene Wall of Worries. Es gibt ja immer die Zweifel. Wirklich? Und trotzdem wagen sich langsam. Wenn du am Fang bist und die Dame sagt dir, ich habe Wirecard gekauft, ist da eine Wall of Worry, wo sie hochgeklärt ist, hat sie einfach in dem Klick Fall gemacht. Nee. Siehst du? Ja, und das bei anderen Sachen auch. Und ich glaube, diese Wall of Worry, das ist jetzt nur noch eine Geschichte. Wenn ich Leute sehe, wie sie jetzt investieren
Und ich habe letztens ein Video mit einer Kollegin gemacht, die sagt, ich will jetzt auch auf Aktien machen. Da ging es einfach mal darum, dass sie mal erklärt haben wollte, wie Neobroker funktioniert. Das stand sie einfach so neben mir, ich will jetzt mal auf Aktien machen. Und ohne sich Gedanken drüber zu machen, was ich da wollte, aber sie hatte schon mal ein Depot, das hatte sie eingerichtet und jetzt sagt sie, ja, oh, hab ich schon mal geguckt und dann machen wir mal dies. Und da dachte ich, Wall of Worry sieht wirklich anders aus. Also da würde ich sagen... Nein, das war aber in der Vergangenheit und die Corona. Also ich meine, ich kenne auch viele, ich habe letzte Woche wieder einen Chef meiner Hausverwaltung gesprochen, der hat gesagt, ja, können Sie mir das jetzt erklären, warum die Aktien, die Börsen so nach oben gehen? Er hat bei 11.500 DAX-Stand sein ganzes Depot geleert. So. Okay. Und ist natürlich bei 8.000 nicht wieder eingestiegen, ja, als es unten war. Immerhin hat er verkauft, war rechtzeitig, nein, ja, aber leider nicht wieder eingestiegen. Ja, ja. Aber jetzt sind wir bei über 12.000 ja, ja. Und guckt dem fahrenden Zug hinterher, wie ich es oft sage, und sagt, ja, das geht doch bestimmt noch runter unter 10.000. Ja? Und solche Leute gibt es eben viele, die eben ihre Zweifel haben und sagen, oh Mann, das passt doch alles nicht mehr zusammen und so weiter. Ja, die Zweifel, die Herr Chapitz hier immer wieder bringt. Aber ich sage ja immer wieder, die Börse in 6 bis 12 Monaten voraus. Ich habe jetzt mit Ken Fischer ein Interview gelesen, der sagt sogar 20 bis 30 Monate nimmt die Börse eine realwirtschaftliche Entwicklung klar, voraus. Bei den niedrigen Zinsen kann man in die Zukunft, kann sogar 100 Jahre in die Zukunft gucken. Da kann ja selbst Österreich 100-jährige Anleihen verkaufen und alle sagen, yeah, gib mir deine 100-jährige Anleihe. Bei diesen niedrigen Zinsen ist alles möglich. Da hast du recht, lieber Dietmar. Aber Ken Fischer jetzt als, das ist der klassische Fanboy der Börse, der macht sein Geld nur darüber. Ja, ich meine, Ken Fischer, sorry, Ken Fischer, also der macht der Geld aber, mit Fischer wirklich, Investment. Und, nein, Ken Fischer finde ich super, weil der ist wirklich ein Contrarian und der auch in düsteren Stunden schreibt, der einfach, was eben dafür spricht, dass man gerade dann Aktien kaufen soll. Also, hat er nicht auch frauenfeindliche Sprüche gebracht? Gut, Ken Fischer ist schon von irgendwie... Uns, wer von uns ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Hat aber ich glaube, er hatte schon, bei ihm war es schon etwas, bei ihm war es etwas andere Qualität. Aber ja, sei es. Das hat doch nichts damit zu tun, dass er eine gute Börseneinschätzung hat. Ja gut, der kann ruhig, ich mein, der kann auch sonst im Privatleben, kann er ruhig das will ich doch überhaupt nicht gut heißen. Das ist doch, aber ich meine, deswegen hat der Mann... Aktien mehr aus wie Frauen und sie müssen irgendwie Rundungen haben oder was er erzählt hat. Ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall ziemlich unappetitlich. Ich würde dir folgende, Wette vorschlagen. Ich schlage dir eine Wette vor mit dem Tech-DAX. Ahnung von der Börse, ja? Mag ja sein, aber wenn er sonst, wenn er im öffentlichen Leben steht, sollte er auch Ahnung haben, welche Worte er wählt. Ja, das sollte er. Aber das will ich auch gar nicht verteidigen. Aber das ist doch was anderes als eine Börseneinschätzung, ja? Ich würde folgende Wette dir vorstellen. Der Tech-DAX, ich meine, die Älteren unter uns kennen ihn noch, die Jüngeren wahrscheinlich weniger. Der Tech-DAX liegt bei ungefähr 2950 Punkten. Der Tech-DAX hat den neuen Markt abgelöst. Dann an den können sich die Älteren noch erinnern. Den NIMAX 50. Ja, der NIMAX 50, genau. Der Leitindex des neuen Marktes. Der ist irgendwann eingestellt worden. Vom Leit zum Leitindex. Ja, der ist eingestellt worden, zusammen mit der Comroad-Aktie, die damals auch Betrug begangen hat, 2005. Und jetzt gibt es halt diesen neuen Marktindex, der notiert bei 2940 Punkten. Und ich würde sagen, 2700, das geht da nochmal runter. Das wäre nochmal ungefähr 10%. Okay, das ist natürlich kein wirklicher Crash. Ich habe nicht gesagt Crash, aber wenn so viel Geld in den Markt gepumpt wird, ist das schon ein Crash fast. Ich nehme an. Du nimmst an, bis Jahresende. Wir haben jetzt das zweite Halbjahr geht los. Zuversichtlich. Ja, das zweite Halbjahr. Wir haben heute Halbjahresstichtag und ich glaube, es wird ein gutes zweites Halbjahr. Sehr gutes zweites Halbjahr. Sehr gutes zweites Halbjahr. Sehr gutes zweites Halbjahr. Da bin ich nach wie vor fest davon überzeugt. Ein sehr gutes. Ein sehr gutes. Und deswegen glaube ich, dass natürlich der Tech-DAX eher zulegen wird und glaube fest daran, dass wir da, sagen wir jetzt, er bricht einmalig um 10% ein oder am Ende des zweiten Halbjahres? Ja, er bricht schon nochmal ein. Ich meine, das ist bei nein, aber wie ist die Wette genau formuliert? Die Wette formuliert ist, dass er aber auf 2700 fällt. Dass er einmal zwischendrin abtaucht. Ja, 10%. Ja, ich meine, das ist bei deiner Idee ist doch, geht doch, der ist ja schon eingebrochen von Wirecard, aber ich denke, Wirecard, das reicht noch nicht. War hier natürlich höher gewichtet im DAX, da muss ich jetzt auch der ETF-Anleger nicht so große Sorgen machen und sagen, oh, jetzt reden wir die ganzen aktiven Formen ein. Ich habe ja die Wirecard immer noch im Depot. Die hat ja kein Gewicht mehr im DAX. Ja. Und die hatte von Anfang an nur ein geringes Gewicht im DAX. Und das zeigt eben wieder, wie gut es ist, wenn man breit streut, eben mit Hilfe eines Index. Selbst als die Wirecard-Aktie so dramatisch abgestürzt ist, hat es den DAX kaum gekratzt. Jetzt gibt es noch die Frage, was sollen die Leute mit ihrer Wirecard-Aktie haben? Da habe ich ja noch eine Frage bekommen. Und ich wäre der Ansicht, man lässt sie sich als Stachel im Fleisch im Depot, aber wenn man vielleicht Verlustvorträge steuerlich machen kann, da wärst du wahrscheinlich andere Ansicht. Ja, ich glaube, ich würde auf jeden Fall verkaufen. Und dass dieses ewige Leiden und jedes Mal ins Depot schauen und da ist noch eine Wirecard-Aktie. Ich meine, man hat oft genug Depot-Aktie, Leichen, die man gar nicht mehr verkaufen kann, weil sie einfach der Handel eingestellt wurde. Ich habe da auch immer noch ein paar rumliegen. Ja? Ja. Und also das ist, es ist einfach nur nervig. Das hat auch nichts mehr mit Stachel zu tun. Da weiß man auch oft gar nicht mehr, was war das eigentlich mal für eine Geschichte. da habe ich, also ich meine, ich
habe das alles ja mannigfaltig erlebt. Ich habe genug Totalverluste auch bei Aktien gemacht. Also wir reden ja hier von eigenen Schmerzen, die wir anderen ersparen möchten. Und deswegen ist diese Leidenschaft hier bitte irgendwie also Finger weg. Ich würde auf jeden Fall verkaufen. Ja. Und vielleicht findet man eben noch einen guten Ausstiegstag, aber jetzt nicht warten. Stimmt, man könnte mit Limit verkaufen. Man sagt einfach, ich verkaufe sie für 10. Ja, aber du musst... Vielleicht gibt es noch einen Idioten, der sie für 10 kauft. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bis die 10 steigt. Ich würde jetzt raushauen. Jetzt gerade ist sie bei 6 oder was, ist immer noch mehr. Neue Analyst hatte, die werthaltigen Teile sind vielleicht noch 50 Cent wert oder sowas. Ja, Bank of America hat auf 1 Euro runtergestuft. Okay. Also ich weiß nicht, ob da überhaupt noch ein Wert da ist. Ja? Ob überhaupt noch 50 Cent wert da sind. Wir hatten mal bei Air Berlin-Aktien, bei SolarWorld, bei diesen ganzen letzten Pleite-Aktien. Alle haben immer noch mal rumgezockt und gemeint. Und dann kommt immer die Hoffnung, vielleicht wird es ja ein Börsenmantel. Ja, meine Idee wäre ja, wir machen jetzt einen Börsenmantel drauf und stülpen ein Brennstoffzellenunternehmen drauf. Vielleicht sowas mit LKW oder sowas. Du kaufst doch keinen Börsenmantel für 700 Millionen. Genau, für 700 Millionen kaufst du nicht. Einen Börsenmantel kaufst du für 10 Millionen. Für 20 Millionen oder für 50 Millionen. Ein kleiner Gag. Das war ein ironischer Gag. Das war ironisch. Ironie ist schwierig. Nein, aber solche Vorschläge gibt es garantiert irgendwo im Forum. Unbedingt. Ich kenne diese Spekulationen immer von früher, von anderen Sachen. Da wird immer rumspekuliert. Ja, jetzt kommt bald ein Käufer und der übernimmt das. Wer soll denn so einen kompletten Laden übernehmen? Die kaufen sich die einzelnen Teile, die vielleicht noch interessant sind. Das North America-Geschäft hat jetzt gerade bei Wirecard, sie sucht sich selber einen Käufer. Ja? Okay. Nicht der Insolvenzverwalter sucht einen Käufer, sondern die haben gesagt, wir suchen uns selber einen Käufer. Wir sind eigenständig. Ja? Okay. Ja? Aber da wird doch beim Aktionär nichts davon ankommen. Ja? Also die werden vielleicht am Leben bleiben, der Teil. Oder vielleicht wird die Wirecard-Bank auch mit Hilfe der BaFin die Rolle aber gar nicht noch irgendwie... Wir machen die Geschäfte? Also ich würde vermuten, Wer kauft sich eine Wirecard-Bank? Wer weiß, wenn sie irgendwie, vielleicht kriegen die so eine Art Schutzschirm und sowas und werden am Leben erhalten. Aber da bleibt trotzdem für den Aktionär vielleicht nichts übrig. Vielleicht als Verlustvortrag, deswegen, aber ich hätte noch eine andere Idee. Als Verlustvortrag kaufst du das Ding dir. Nein, aber Verlustvortrag für den Aktionär. Deswegen jetzt verkaufen, Verluste realisieren. Mhm. Und dann kann man eben, wenn man... zum Beispiel Gewinne hat bei Aktien, auch mal eine Aktie mit Gewinn verkaufen und muss die dann nicht versteuern. Oder man nimmt den Verlustvortrag und hebt ihn sich für später, für folgende Jahre auf. Aber einfach mal einen Verlust realisieren, solange man noch verkaufen kann. Weil es kann auch immer sein, dass irgendwie so eine Handel dann einfach mal gar nicht mehr handelbar ist. Und wenn man dann eben nicht verkauft, dann kann man eben diesen Verlustvortrag auch nicht geltend machen. Stimmt, das ist noch ein Problem. Dann kann man es nicht geltend machen. Ich hab ein paar dann, wo ich schöne Verluste hätte und die ich dann einfach nicht mehr realisieren und nicht mehr dem Finanzamt vorlegen kann oder mit anderen Gewinnen verrechnen kann. Das ist halt misslich. Würde Herr Chapitz sagen. Misslich. Das wäre ein gutes Wort. Gut, jetzt kommen wir mal zu Bullen und Bären. Wir wollten nicht eine reine Wirecard-Ausgabe machen, dass wir eine Schimpfe kriegen oder sowas. Ja. Ne? Ein bisschen was Versöhnliches zum Schluss für unsere Bullen und Bären aus anderen Bereichen. Aber wahrscheinlich können wir noch mal eine Stunde über Wirecard reden. Den haben wir eigentlich alles erwähnt. Aber BaFin, wie gesagt, auch total versagt. Das muss man auch nochmal sagen. Ja. Also wir haben es nicht erwähnt. Das Schlimme war ja bei der BaFin, dass sie eben dann einen Leerverkauf nach den Vorwürfen und den Berichten der FT. Februar 2019 war es. Da haben wir auch hier drüber diskutiert. Da ging es um das Leerverkaufsverbot, wo die BaFin dann stärker gegen die Hedgefonds und die Leerverkäufer vorgegangen ist, als gegen das Unternehmen. Und das ist halt ein Skandal. Und das ist wirklich ein Skandal. Und das hat natürlich auch wieder viele Anleger da bewogen und haben gesagt, naja, wenn die BaFin leer verkauft, wenn die BaFin als Behörde das macht, dann ist es doch bestimmt vertrauenswürdig. Dann halten wir mal schön als Deutsche zusammen und kaufen einig die Wirecard-Aktien. Unser und all das, wie gesagt, hat die Leute da reingetrieben, ja. Und also Systemversagen auf breiter Ebene. Und es gibt noch einen tollen, also wer dann mal einen Podcast, weil du ja auch immer Tipps über Podcasts machst, Invisibilia heißt der, ist von NPR. Und da hat die Hannah Rosen einen Hedgefondsmanager interviewt, der von Wirecard verfolgt worden ist. Und der erzählt Geschichten sogar mit Live-Tönen. Der hat das teilweise aufgenommen. Also wirklich, es lohnt sich das mal anzusehen, mit welchen komischen Methoden, die auch versucht haben, gegen Hedgefonds und solche Leute vorzugehen, um nochmal zu sehen, wie absurd Dr. Brown aus Österreich, mit Herkunft aus Österreich, da sein Unwesen getrieben hat. So. Gut, jetzt haben wir es aber. Jetzt kommen Bullen und Bären. Soll ich anfangen? Du kannst anfangen. Da würde ich mal mit einer positiven Geschichte anfangen. Ja. Yeah. Von wem kann wohl eine positive? Der Bulle mit einer Bullengeschichte. Mit einer Bullengeschichte. Ja, komm. Genau. Ja. Und ich sag einfach mal Happy Birthday. Happy Birthday? Ja, Birthday mit
B-U-R-S geschrieben. B-U-R-S. Schreibe ich ja als Gag immer dann bei Facebook dann an Leute, die was mit Börse zu tun haben, wenn sie Geburtstag haben. Aber in diesem Fall ist es wirklich ein Börsengeburtstag. Tesla, wer hätte das gedacht, kriegt von mir mal wieder einen Bullen, ja? Mehr als verdient. Tesla feiert nämlich seinen 10-jährigen Börsengeburtstag, hat ihn gefeiert gestern am 29. Juni. Denn am 29. Juni 2010 ging die Tesla-Aktie an die Börse. Ausgabepreis 17 Dollar. Und am Ende des ersten Handelstages notierte sie schon 41% höher bei 24 Dollar. Immer noch ein Schnapper im Nachhinein. Und gestern am Birthday, am 10-jährigen Geburtstag, ist die Aktie wieder über die 1.000-Dollar-Marke gestiegen. Und deswegen, selbst beim Ende des ersten Handelstages, 24 Dollar, hat die Aktie von Tesla seitdem in diesen ersten 10 Jahren ihres Börsengeschehenslebens 4.125% Rendite gemacht. 4.125%? 4.125%, ja. Ich bin ein Pro-Jahr-Denker. Du bist ein Pro-Jahr-Denker. Du kannst ja nochmal nachrechnen. Du kannst gleich noch nachliefern. Im Vergleich dazu, bei Apple waren es in den letzten 10 Jahren nur knapp 1.000% und bei Amazon immerhin 2.400% in den letzten 10 Jahren. Natürlich, wenn man die ganze Historie nimmt, ist es viel, viel mehr, klar. Netflix kommt auf 2.600%, die jetzt nun wirklich auch ihre sozusagen gute Zeit in diesen letzten 10 Jahren hatten. Aber also Tesla, absoluter Outperformer in diesen ersten 10 Jahren. Und gestern gab es dann auch noch eine gute Analysteneinschätzung. Die Experten bei Credit Suisse, die haben gesagt, dass sie im zweiten Quartal wahrscheinlich zwischen 90.000 und 100.000 Fahrzeuge ausgeliefert haben können. Die Zahlen gibt es in ein paar Tagen. Statt bisher 70.000 bis 80.000, wie vom Markt erwartet. Auch das hat dann eben den Kurs am Birthday selbst. Haben wir nicht gerade gelernt, dass Credit Suisse auch Wirecard verkauft? Natürlich. Ich sage nicht, gläubig zu sein, aber der Aktie hat es auf jeden Fall geholfen. Ich würde auch keinen Analysten glauben, grundsätzlich, weil sie Analysten sind, da bin ich immer skeptisch. Sind bezahlte Musikanten. Absolut. Und du musst deine Playliste dir selbst zusammenstellen. Absolut, aber man kann sie trotzdem, aber es ist halt trotzdem eine Meinung, wie wir unsere Meinungen ein, und die gucke ich mir an als Anleger und überlege mir, ist es trotzdem plausibel? Trotzdem muss man sie kritisch sehen. Du musst alles kritisch sehen, ja, und nicht blind einem Analysten. Macht ja auch gar keinen Sinn, dann zu kaufen, weil dann ja eine Aktie an dem Tag ja meistens auch dann steigt und auf die News hinkaufen ist, sondern man macht sich einfach grundsätzlich Gedanken, guckt sich auch Analysteneinschätzungen an und guckt, was erscheint mir plausibel. Und da gibt es ja auch, wie bei uns hier, verschiedene Meinungen von verschiedenen Analysten. Die einen sind Bären, die anderen sind Bullen. Und da kann man sich dann seine eigene Meinung bilden. Ja, und das ist das Schöne, ja. Übrigens, dann heute kam auch nochmal von einem Apple-Konkurrent, da gab es ja diese großen Apple-Konkurrenten, dann immer die neuen Jäger, die auch gesagt haben, ja, nichts einfacher als ein E-Auto bauen, Byton aus China. Die haben jetzt heute erstmal ihre Produktion eingestellt und stellen sich neu auf. Also das klingt auch eher nach aus, als nach irgendwie da nochmal Apple anzugreifen. Das du meinst Tesla-Jäger? So, Tesla. Habe ich Apple gesagt? Hast du Apple gesagt? Entschuldigung, soll ich mit dem Auto und Apple angreifen? Nein. Hast gut aufgepasst. Tesla-Jäger, ja. Tesla-Jäger. Wir hören uns auch zu, wenn wir hier reden. Ja, gut. Wir haben nicht nur unseren eigenen Text. Nein, wir passen auch auf, dass der andere nicht so viel Schmarrn erzählt. Ne? Trotzdem können wir nicht immer für alles Richtigkeit übernehmen, aber wir versuchen. Wir sind stets bemüht. Sehr gut. Ich kann dir jetzt auch sagen, was ist die jährliche... Der Hilfslehrer hat ja Zeugnis bekommen. Ich habe Zeugnis bekommen. Aber ich kann dir vorher sagen, bevor ich hier mein Zeugnis... 45,4% pro Jahr war das. Also wer jetzt Tesla gehalten hat von Anfang bis zum Ende, wenn die ganze Zeit dem Unternehmen die Stange hat, pro Jahr 45,4% gemacht. Das ist doch super. Das ist natürlich super. Ja? Ja. Aber mein Zeugnis, ich kann sagen, ja, wir haben ja Zeugnis gekriegt für die Kinder, weil ja letzte Woche war ja Zeugnisausgabe. Und ich habe 1,7 hat der Fritz bekommen. Wow. Und das ist ja mein Verdienst eigentlich, weil ich ja der Heimlehrer war. Ja, dank dir, aber Fritze. Respekt. Und der Levin, der hat noch keine Noten, deswegen kann ich jetzt hier nicht was von Noten erzählen. Levin hat mir bei Instagram schon wieder mindestens 3 Likes gegeben. Ja. Der ist so oft am Handy unterwegs, hat man das Gefühl. Okay. Ja, gut. Kriegt er keine T-Shirts mehr vom Papi. So, dann, ich habe einen ganz kurzen Bullen, weil wir haben ja nicht so viel Zeit. Genau. Und zwar mein Bulle der Woche ist, da geht es nicht um Geburtstag, da geht es um, ich glaube, die
meist gehasste Steuersenkung aller Zeiten. Das ist die Mehrwertsteuersenkung. Wir haben da auch schon mal drüber diskutiert, ja. Aber wenn du mal im Internet dir anguckst, wie diese Steuersenkung verhasst ist. Also, ich schreibe selbst. Bulle, du wolltest jetzt Bullen verdienen. Ja, aber darum geht's. Ja, es geht beispielsweise. Also Bulle ist das Positiv in dem Fall. Habe ich ne? das verstanden? Ja. Habe ich verstanden? Ja, okay, ich wollte es bloß mal. Es geht aber um diese wunderbare, meist gehasste Steuersenkung. Da gab es zum Beispiel der Paritätische Wohlfahrtsverband hat geschrieben. Also der wolltest du jetzt den Bullen verdienen? Nein. Der hat geschrieben, dass der Hartz-IV-Empfänger nur 8 Euro durch die Mehrwertsteuersenkung spart und er müsste mindestens 100 Euro mehr kriegen. Also es gibt da laute Diskussionen. Ja, aber der Paritätische Wohlfahrtsverband sagt immer, der Hartz-IV-Empfänger müsste mehr kriegen. Ja, und der Kinderbonus von 300 Euro pro reicht auch nicht. Es reicht nie. Aber es geht bei mir jetzt nicht, es geht bei mir um die Mehrwertsteuersenkung, aber um die Konkurrenz im Einzelhandel. Und hat ja immer die Frage sich gestellt. Wann kommt jetzt der Bulle? Also das Positive der Bulle ist an der die Konkurrenz im Einzelhandel. So. Und was man da sehen kann, es wurde ja immer die Frage gestellt, wird diese Mehrwertsteuersenkung, wird die weitergegeben? Mhm. Und was man feststellen muss, ich war jetzt ja in allen Einzelhandelsgeschäften gestern nochmal, hab mir das angeguckt, und man muss sagen, dass der Einzelhandel... Die wird erst am 1. Juli eingeführt erstmal übrigens. Genau, aber wenn du zum Lidl gehst oder zum Aldi, da gibt es das ja jetzt schon, und wenn du beispielsweise in den Lidl reinrennst, ist der ganze Laden rot tapeziert und überall steht dran, billiger. Du wirst dann wissen, als Bulle wirst du da wahrscheinlich durch den Laden rennen und wirst alle Regale umhauen, so euphorisiert bist du, wenn du reingehst. Wenn du beim Aldi Süd bist, soll angeblich auch diese roten Schilder überall sein. Beim Aldi Nord, das ist etwas weniger. Aber was man feststellen kann, unabhängig von all den roten Schildern, dass der Einzelhandel nicht nur diese Mehrwertsteuersenkung weitergibt, sondern sogar eine neue Preisschlacht anfängt. Und dann gibt es die Milch nämlich nicht nur um diese 3% reduziert, sondern gibt es sie für 1,01 oder die Biomilch für 1,05. Also du siehst, dass dir der Einzelhandel sogar noch mal eine Schippe drauflegt und nicht nur die Mehrwertsteuer gibt, sondern sogar noch mehr. Und deswegen ist mein Bulle der Woche der Einzelhandel, wo die Konkurrenz weiterhin in Deutschland funktioniert. Ich bin da ja ein großer Anhänger vom harten Preiswettbewerb und das finde ich wunderbar. Aber wer hat es vorhergesagt? Der Defner hat es vorhergesagt. Genauso habe ich das vorhergesagt in unserer, erinnerst dich, als wir über das Konjunktur... Der Einzelhandel, das war ja klar, über das Konjunktur... Aber das geht ja nicht um den Einzelhandel. Ich habe gesagt, es wird weil dir kein Restaurant weitergeben, es wird dir kein Café weitergeben, es wird dir kein anderer Laden weitergeben. Also wenn du beispielsweise, ich war ja gestern noch, ich bin großer Anhänger von Dunkin' Donuts Kaffee. Es gibt ja diesen Kaffee, den man sich da brauen kann. Und dann gehe ich zum Dunkin' Donuts und sage, wie ist das mit der Werbeschau bei Ihnen? Nee, da haben wir keine Informationen, dann machen wir wahrscheinlich nicht. Ja, aber das ist doch, da trifft es auch, da ist es wirklich dann ein Obolus für eine wirklich hart getroffene Branche. Und denen gönne ich es auch ganz besonders, der Gastronomie und Cafés und so weiter, weil die haben es wirklich nötig. Ja? Macht es wirklich keinen Sinn, dass die es weitergeben. Mhm. Aber im Einzelhandel, und genau das habe ich vorher gesagt, da wird es eben Rabattschlachten geben, da wird es das aber als da kauft Anlass doch keiner geben. Mehr. Kaufe ich jetzt eine Milch mehr? Nein, natürlich darum nicht. Darum geht es doch. Es geht auch darum, was mache ich mit der Kohle? Ja, wird das ein Push ausbringen? Und das tut es nicht. Es ist schön. Das GfK hat heute bekannt gegeben aufgrund einer Umfrage, dass 29% der Deutschen planen, größere Anschaffungen vorzuziehen wegen der Mehrwertsteuer. Habe ich vorzuziehen gehört? Ja, vorzuziehen. Ja, schön. Darum geht es jetzt. Es geht jetzt darum, dass man sagt, ich kaufe mal nicht irgendwann ein Auto oder irgendwann neue Möbel, sondern ich kaufe jetzt ein Auto und jetzt löse ich einen Schub aus. Ja? Das ist der Sinn 70. eines Konjunkturpaketes. Was machen eigentlich die restlichen 70? Das ist der Sinn was eines machen die restlichen 70 eigentlich? Machen die das nicht? Ja, du hast ja gesagt 30. 29%. Ja. Wenn 30 sagen, sie machen es, dann muss es ja 70 geben, die es nicht aber machen. Aber immerhin 29%. Dafür gibst du 20 Milliarden für eine Mehrwertsteuer 29%, das ist schon mal ein Drittel. Du gibst so viel Kohle aus, damit 30% sagen, ich kaufe ein bisschen was vorher. Nicht ein bisschen was, größere Anschaffungen. Ja, das kann einen richtigen Schub geben. Ja? Aber das ist doch, Gießkanne, das ist doch Mist. Da kommt doch auch das Gierprinzip und alle sagen, oh, jetzt gibt es Schnäppchen. Du wirst sehen, das wird enorm funktionieren. Ich kaufe jetzt gleich eine Milch heute noch, eine mehr und trinke dann ganz viel Milch. Ein Strohfeuer kann ein richtig nachhaltiges Feuer in Brand setzen. So, und darum geht es jetzt, dass man irgendwie dieses Angstsparen der Leute verhindert, sondern sagt, jetzt geh raus, kaufe ein. Geh raus. Ab 1. Juli geht's los und wir steigern das Bruttosozialprodukt, wie es der Scholz gesagt hat. Ne? Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ich kenne das, das ist neue deutsche Welle. Ja? Die Älteren unter uns werden das wissen. Ja? Aber Geier Stossburg, da ging es eher um, das war eher systemkritisch gemeint. Das war, da ging's aber damals die sind war es fehlinterpretiert. Auch ja, ich weiß, aber der Kohl dann der Macht gerade, oder kam, so da war gerade Helmut Kohl an die Macht gekommen und dann wurden sie als Wahlslogan für Helmut Kohl gebracht und die dachten sich so, hä? Wir sind doch hier linke Typen. Was haben wir mit Helmut Kohl und der geistig-moralischen Wende zu tun? Nix. Und der Defner macht den gleichen Fehler wieder. Gut.
Heute. Darum geht es aber trotzdem, und das wird einen Wumms-Effekt haben. Wird mit dazu weiter. Ich bin nach wie vor fester Überzeugung. Ja, es wird, ja, die Leute kaufen einen Fernseher und das tut einfach der Konjunktur gut. Ja. Noch ein Fernseher. Und es geht nicht um die Milch. Es geht schon? Nicht um Milch, weil du nicht mehr Milch kaufen kannst. Du kannst ja nicht Milch baden. Kaufen. Ja. Aber ja. Kann dann auch, ja. Weiß ich nicht. Das macht ja keinen Effekt. Es geht um die großen Anschaffungen. Darum geht es. Ja. Und es geht darum, dann möglicherweise die kleinen Leute, die Hartz-IV-Empfänger, ein bisschen zu entlasten. Haben sie auch nochmal 8 Euro mehr, dann können sie auch nochmal 8 Euro mehr ausgeben. Ja. Weil die geben ja ihr ganzes Einkommen aus. Ja. Niedrige Einkommen geben ihr ganzes Einkommen auf. Wenn sie was sparen, können sie nochmal ein bisschen mehr ausgeben. Das fließt können sofort sie 10 direkt. 10 Milch kaufen mehr. Das kauft 10. Ja, das fließt direkt 10 zu, Milch. Ja, dann kannst du halt mal was gönnen für 8 Euro. Ja? Gehst du mal ins Café und kaufst du mal ein Latte Macchiato. Was auch immer. Also, ich habe auch noch einen Bären der Woche. Hast der du? Regt mich wirklich auf. Ich habe einen Bullen, gesagt. Das war mein Bulle übrigens nicht. Ich habe auch einen Bären. Mein Bulle der Woche war der Wettbewerb im Einzelhandel. Ja, bei deiner Grundnegativität. Ich finde, ja, diese Mehrwertsteuer selbst, ist halt Mist. Wo selbst die positiv besetzte Rubrik Bulle der Woche von Herrn Chapitz dann immer ins Negative verkehrt wird. Ja, das nächste Mal möchte ich gerne mal was wirklich Positives. So, okay. Muss jetzt leider auf den Urlaub warten. So. Nach dem Urlaub mache ich das. So, komm, jetzt schnell jetzt kommt dein Bär der Woche. Ja, mein Bär der Woche, also der Ex-VW-Chef Müller bekommt seit Februar ein monatliches Ruhegehalt von 2.700 Euro. Im Monat? Nein, am Tag. Ja? Am Tag? Ja, Pension. Wow. Ja? Von VW Ruhegeld, oder von wem? Ja? Er kriegt es nicht vom Staat, Gott sei Dank, das wäre noch schlimmer. Er kriegt es von VW. Er kriegt es von VW, ja, von wow. den VW-Aktionären. Ja? Ja? Cool. Die vielleicht, wir wissen auch nicht, ob sie keine Dividende kriegen oder sowas. Ne? Wenn es schlecht läuft, wahrscheinlich nicht. Für aber, Müller läuft es nicht schlecht. Ja, für Müller läuft es auf jeden Fall nicht schlecht. Ja? Er ist auch erst seit Februar jetzt im Ruhestand. Sein Vertrag lief ja noch bis Februar. Und eigentlich arbeitet er ja schon nicht mehr seit 2018. Da hat ihn der Dies abgelöst. Ja? Ja. Bin ja bekennender Dies. Fan hier, aber der Müller war ja nun wirklich keine große Leuchte bei VW. Also ich meine, der hat es nicht wirklich geschafft, hier VW richtig raus aus dem Dieselskandal zu fahren. Ist ja immer eher aufgefallen durch peinliche Interviewäußerungen, ja, die ihm dann oft auch umgedreht wurden. Also diesen ganzen Wandel in Richtung E-Mobilität und so weiter, das hat alles der Dies hauptsächlich angeschoben. Also Müller war wirklich so eine Interimslösung, ja, der damals halt den Winterkorn abgelöst hat, ja, der übrigens noch mehr Ruhegeld kriegt als nochmal ein anderer Skandal. Aber 2.700 Euro pro Tag. 2.700 pro Tag? Echt, der Winterkorn? Ich glaube, der kriegt, das steht hier auch drauf, 3.100 pro Tag kriegt der Winterkorn. Das ist hier bei VW anzufangen. Ja. Ich mache hier einen falschen Job. Ja, also, der am besten Vorstandschef werden. Ja? Also, ein kleiner Jobtipp. Wie lange VW. Hat der Müller das gemacht? Wahrscheinlich ja, nicht der so lange. Müller hat es gar nicht so lange gemacht. Auf jeden Fall 2018 wurde abgelöst. Und da hat er dann nochmal 17,8 Millionen Euro Abfindungszahlungen bekommen. Auch noch. Im Februar 2020. Ja? Das war dann das Geld, damit er jetzt bis zu seiner Ruhestandszahlung überbrücken konnte, ja? Die Hungerjahre, das Leben ja? Teuer. Ja, das Leben ist teuer, ja? Er ist ja mit einer NTV-Moderatorin zusammen, ja? Aber das ist eine der andere Müller? Geschichte, ja. Wirklich? Ja, ja. Und vorher war er ja mit einer Tennisspielerin zusammen, ja? Ja, der also ist ein Lebemann, der Müller. Okay. Und ich kenne den Defner, der war halt auch beim Fernsehen. Ja. Und ich kriege nie so viel Geld. Ja. Wahnsinn. Ja. Der Müller ist ja nicht beim Fernsehen, der war ja bei VW. Aber der hat ja nur wegen des Geldes wahrscheinlich die Frau gekriegt. Ich weiß es egal. Das sind jetzt Unterstellungen von deiner Seite. Das ist schon fast das frauenfeindlich anzustufen. Ja. So, also nochmal zurück zu Müller. Und zwar monatliches Ruhegehalt von 81.800 Euro. Ja. Mhm. Und das zahlt, wie gesagt, der VW-Aktionär und dafür hat VW insgesamt in seiner Bilanz 30 Millionen Euro zurückgelegt. Und das ist halt der eigentliche Skandal und das ist nicht eben nur im Fall Müller, das ist ja bei Zetsche, bei Daimler genauso und bei allen anderen Vorstandschefs, die in Pension geschickt werden, die dafür noch Zahlungen bekommen. Und das gehört für mich dringend abgeschafft, finde ich, weil einer, der ein Millionengehalt bekommt, von dem kann man erwarten, dass er privat für sein Alter vorsorgt. Wir predigen das hier immer wieder, ja. Und jeder Kleine soll es tun. Aber die Bosse ganz oben mit den dicken Millionengehältern, die kriegen lebenslang nach Pensionszahlungen und was weiß ich noch oben drauf, Dienstwagen und so weiter. Aber dieses Pension, die sollen gefälligst, wenn sie schon mal die Millionengehälter dann kassieren, dann auch für ihr Alter vorsorgen. Das muss dann reichen. Können irgendwann sie muss es mal reichen. Zulegen, und zumal so. Es ja auch für die DAX-Konzerne riesige Lasten sind, diese Pensionen.
Sanktionslasten, ja, die gehen ja auch auf Kosten von anderen Entwicklungen. Das Geld hat man nicht zur Verfügung, um es in Mobilität und in andere Dinge, die für die Zukunft entscheidend sind, zu stecken. Und deswegen diese Pensionszahlungen, die gehören wirklich aufgehört und an den Pranger gestellt. Das ist für mich jedes Mal ein riesiger Aufreger. Also dein Bär der Woche. Für Herr Müller oder VW? Grundsätzlich dieses System der Pensionszahlung, in dem Fall jetzt aktuell Herr Müller und seine Altersruhegeldzahlungen, aber nur symptomhaft. Ja. Soll ich dir sagen, ich habe mal ausgerechnet, wie viele Jahre sie ihm noch zubelegen. Für die 30 Millionen kann er 30,4 Jahre noch leben. Sonst müssen sie nämlich nochmal einen Nachtrag drauflegen. Wenn er älter wird, dann ist es... Wenn er mehr als 100 wird. Ja. Wie alt ist er denn, Herr Müller? Ist, glaube ich, so Ende 60 oder sowas. Okay, ja, cool, ist aber so. Ende 60? Also 30,4 ja, so Jahre, ich habe es mal ausgerechnet, da hätte er hier noch zu leben. Gut, dann kommen wir zu meinem Bär der Woche. Und zwar geht es um die Frauenquote, die bei deutschen Unternehmen nicht ankommt. Und da gab es eine neue Studie, die hat rausgefunden, dass 115 der größten Unternehmen, also 100, die haben 180 Unternehmen sich angeschaut in Deutschland, also die börsennotiert sind. 115 haben keine einzige Frau im Vorstand und 75 von denen planen auch eine Zukunft ohne Frau. Und was ja in Deutschland seit 2015 gilt, ist ja eine Frauenquote für Aufsichtsräte. Und die Idee war ja dahinter, wenn ich erstmal im Aufsichtsrat Frauen habe, dann werden die auch dafür sorgen, dass von oben dann der Vorstand mit Frauen besetzt wird, weil der Aufsichtsrat ja für die Vorstandsfolge, und dann wird ein Unternehmen von oben sozusagen umgekrempelt. Und da hat die Studie rausgefunden, dass wir seit 2015 gilt ja diese Quote für voll mitbestimmte Unternehmen. Und da ist jetzt die Frauenquote auf 35,2% gestiegen in Aufsichtsräten, also von denen, die das machen müssen. Und dann gibt es ja noch nicht voll mitbestimmte Unternehmen. Das sind welche, die haben weniger als 2000 Mitarbeiter oder haben so eine europäische Aktiengesellschaft gegründet oder sonst wie. Die müssen die Frauenquote, ist es nur als Zielgröße, aber nicht als Muss. Und bei denen, wo die Frauenquote nicht gilt, sind es 21,3% Frauen nur in den Aufsichtsräten. Und es gibt insgesamt, hat die Studie rausgefunden, in Deutschland 22 Unternehmen, wo überhaupt keine Frau im Aufsichtsrat ist. Und jetzt habe ich mir mal die Zahlen angeguckt und habe gedacht, jetzt gucke ich mal, ob Frauen im Aufsichtsrat auch performancemäßig was machen. Habe mir dann die Unternehmen rausgesucht, habe da so einen Index draus gemacht, die 22 Unternehmen, die keine Frau haben, und habe die genommen, wo die meisten Frauen sind, die 22 Unternehmen. Und das Frustrierende ist für Frauen, dass die 22, wo keine Frau ist, die haben den DAX um 15 Prozentpunkte outperformt und haben sogar die Unternehmen, wo die meisten Frauen sind, um 27 Prozentpunkte outperformt. Also man sieht, dass insbesondere die Unternehmen, wo halt keine Frauen sind, nicht nur besser als der Gesamtmarkt laufen, sondern auch noch besser als die, wo viele Frauen sind, und die, wo viele Frauen sind, auch noch schlechter als der Gesamtmarkt laufen. Was ich damit nicht sagen will, dass es eine Kausalität ist. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe da also gleich wieder einen richtigen wieder so ein Shitstorm. Nein. Mit Birnenvergleich. Überhaupt nicht. Natürlich ist es nicht so, dass wenn Frauen dann schlechtere Börsenperformance, sondern es ist natürlich auch eine gewisse, wie soll ich sagen, es ist eine gewisse Branche, hat gewisse Branchengründe. Es gibt halt bestimmte Branchen, wo halt Frauen nicht so tätig sind. Und zu den Unternehmen, zu den 22, wo keine Frauen drin sind, gibt es dann so Immobilienunternehmen wie beispielsweise Dick Asset Management. Und da kann man ja fast sagen, ist der Name Programm. Gibt es halt keine einzige Frau, sondern nur Typen. Wird aber DIC geschrieben, ja? Stimmt, du hast recht. Ja, es ist anders geschrieben. Oder es gibt Unternehmen, die... Das Niveau sinkt gegen Ende dieser Episode. Überhaupt nicht. Es gibt Hypoport beispielsweise oder so andere Unternehmen. Also viele Immobilienunternehmen oder Technologieunternehmen. United Internet oder deine Rocket Internet. Null Frauen. Null. Aber es ist aber trotzdem nicht erfolgreich, die Aktie. Also ja, die sind Kausalitätsrechnung. Das ist eine der wenigen, die erfolgreich ist. So ein Bullshit ist einfach nur irgendwie, da werden zwei Zahlen genommen, kannst du auch sagen, wie viel, keine Ahnung, gestreifte Autos haben die. Six ist aber auch so ein Fall. Six ist auch null. Dieses Unternehmen hat mehr rote Autos als Dienstwagen. Aber was du ja feststellen musst, lieber Dietmar, hallo, dürfte ich vielleicht mal Darf ich meinen Bären zu Ende erzählen? Du brauchst gar nicht ausrechnen, so ein Vergleich. Das ist null Kausalität. Was du da siehst, ist, dass Diversität nicht zwingend dazu führt, dass du besser bist. Es ist nicht so, dass du es ist kein Beweis erbracht, und es wird ja immer diese Diskussion gebracht, bringt es zwingend mehr. Und im Aufsichtsrat stellst du fest, ist Diversität
kein unbedingtes Plus. Und es wird zum Beispiel bei den Unternehmen, wo die meisten Frauen im Aufsichtsrat sind, das ist Steinhoff, das ist sogar ein Unternehmen, was gefällt. Statt aber nicht also, nur der siehst, Börsen, die Börsenentwicklung ist ein Wert in einem Unternehmen. Es gibt auch Mitarbeiterzufriedenheit. Wir haben schon oft über die Stakeholder eines Unternehmens. Es gibt viele andere Parameter. Gesagt, ein Manager wird nicht nur nach... Hallo, aber wenn du solche Aussagen magst, dann finde ich schon... Ich habe doch gar nicht solche Aussagen gemacht. Aber dann ist es möglicherweise schon gesagt, so, dass in einem gemischten Aufsichtsrat auch eine andere Kultur im Unternehmen herrscht, dass die Mitarbeiterzufriedenheit höher ist, auch wenn der Aktienkurs vielleicht nicht so hoch ist. Also das muss man schon aber auch ich habe mit meinen dazu Bären einbringen. Auch nicht dafür vergeben, dass es nicht besser gelaufen ist an der Börse, sondern ich habe meinen Bären gegeben, dass die Frauen nicht vorankommen. Und ich würde ja auch immer sagen, liebe Frauen, auch liebe Zuhörer, die wir hier haben, macht was draus, steigt in Unternehmen auf. Und ich glaube, wenn man einen Aufsichtsrat will, muss man erstmal vorher Vorstand gewesen sein, um zu wissen, wie man ein Unternehmen führt. Und deswegen wäre mein Plädoyer nicht dafür, das jetzt zu nehmen und zu sagen, das ist Mist, sondern dass man es nimmt und sagt, hey, Frauen sollen einfach aber warum gibst du nicht ganz direkt den Bären dann den Unternehmen, die hier Nachholbedarf haben? Ja, weil ich feststelle, dass die an der Börse nicht so schlecht gelaufen sind. Das aber weil es doch da keinen schon... Zusammenhang gibt, dann kann man auch dafür einen Bär vergeben. Und aber sagen, das ist ja auf eine Art das wird, frustrierend, dass das nicht an der Börse abgestraft wird. Das muss man ja schon sagen. Aber die Börse bezahlt Gewinnzahlen und zahlt langfristig, glaube ich, dass man muss einfach Dinge auseinanderhalten. Ich glaube schon, langfristig kann sich das auch an der Börse bezahlt machen, wenn ein Unternehmen eine gute Unternehmenskultur hat, wenn es Mitarbeiter an sich bindet, Mitarbeiterinnen an sich bindet und mehr Diversität hat und so weiter und kreativer ist, dann wird es langfristig möglicherweise auch im Börsenkurs sich widerspiegeln. Aber kurzfristig, bis sowas im Börsenkurs sich widerspiegelt, das dauert natürlich sehr, sehr lange. Und deswegen immer diese Aussagen, der Börsenkurs, der macht das und das macht das. Es ist nicht immer da eine Kausalität da. Ja, und du kannst ja auch wer jetzt E-Autos in der Dienstwagenflotte hat, ist an der Börse nicht so erfolgreich. Solche Studien kann man ja reichlich machen und es ist einfach nicht seriös. Trotzdem ist das Unternehmen, du stellst halt fest, wenn du jetzt Hypoport bist oder sonst wie, du hast ja überhaupt keinen Anreiz, für deine Börsianer zu sagen, hey, ich muss da was machen. Und was du jetzt auch sagen musst, jetzt muss die Politik sich ja fragen, muss ich gegebenenfalls härtere Frauenquoten machen, damit da was passiert. Ja, aber es gibt ja auch andere Anreize als nur die Börse. Die Börse wird auf keinen Fall keinen Druck ausüben. Und das ist ja eine frustrierende Erkenntnis. Ich dachte ja schon, und ich hätte schon vermutet, dass die Überlegung, die du ja hast, dass mehr Diversität auch wirklich sich in den Kursen zeigt, dass dann auch Anleger kommen und sagen, hör zu, du hast keine Frauen im Aufsichtsrat, dann werde ich auch dein Unternehmen nicht kaufen. Und das zumindest der Börsianer scheint ja damit ganz fein zu sein, hauptsache die Gewinnzahlen stimmen und so weiter. Und ich finde schon, dann muss möglicherweise die Politik kommen und muss dann doch mit Frauen. Ja, aber es gibt ja auch noch mehr. Es gibt ja auch noch mehr Leute, die da Druck machen können. Gibt sehr viele Parteien, Kunden, Mitarbeiter, Betriebsräte und so weiter und so fort. Also finde ich, muss man nicht immer dem Börsianer die Schuld geben an allem, was nicht so ideal noch läuft auf dieser Welt. Ich finde immer eine Marktbereinigung. Ich finde es halt besser, wenn der Markt Druck ausübt, als wenn die Politik das muss. Und deswegen finde ich es ja umso. Ja, und vielleicht gibt es künftig ja auch in ESG-Kriterien bestimmt mehr und mehr. Solche Dinge und immer mehr Investoren legen dann, Profi-Investoren gerade, legen auf solche Dinge Wert. Das ist schon ein Wandel, der da ist, finde ich. Ja, aber es ist halt so ein Wandel, der ist halt wirklich sehr, dauert viel lange. Der ist zu langsam und von daher finde ich, immer alle Verantwortung auf dem armen Aktionär abzuladen, finde ich dann auch ein bisschen gemein. Ja, also es muss schon auch jeder so selber an seiner Stelle dann sein Schärflein dazu beitragen. Aber du könntest ja schon mal anfangen, deine Rocket-Internet-Aktien verkaufen, weil da keine Frau im Aufsichtsrat sitzt. Dietmar, wie wär's? Druck ausüben auf den Samba. Sag Oliver, du hast keine Frau im Aufsichtsrat, das gefällt mir nicht. Gut. Ich merke schon, so weit ist der Defner dann auch nicht. Auch wenn er hier jetzt die Frauen ganz hoch hält. Ich würde höchstens wegen der schlechten Performance verkaufen, ja. Aber da bin ich einfach zu treue Seele, ja. Okay. Der Oliver. Gut, jetzt haben wir, ich glaube, die Welt ist jetzt wirklich einmal mehr als umrundet. Wir sind ein bisschen sehr in Aschheim hängen geblieben. Ja, es ist eine Rekordserie. Ich glaube, es ist länger als die 100. oder? Wir hatten ja Nachholbedarf. Wir mussten ja nachliefern, weil das letzte Mal wir Wirecard ausgespart haben.
und mussten 2 Wochen Entwicklung Wirecard in eine Folge pressen. Das stimmt. Ja, und die Lehren sind auch lang. Bulle und Bär auch noch, wenn der jetzt nicht wieder so monothematisch wird und nicht wieder gesagt wird, nur ein Thema und so weiter, es gibt auch viel mehr auf der Welt. Ja, also wir stellen uns ja der Kritik so. Und alle Fragen, die jetzt noch unbeantwortet geblieben die sind. Bitte ja? stellen. Und zwar an wirtschaftspodcast@welt.de. Und meinetwegen, mir könnt ihr das auch bei Instagram schicken. Ich sehe das auch. Aber besser ist dieses wirtschaftspodcast@welt.de. Jetzt mal Instagram, machen wir Fotos und so und schickt es uns vielleicht am besten an diese Adresse, können wir beide reingucken und so weiter und können wir es auch beide schön rauskopieren und schön ordnen und so weiter. Und bis Donnerstagabend gerne natürlich auch nochmal zu Wirecard, möglichst Fragen, die jetzt noch nicht angesprochen wurden, ja, dass wir uns nicht zu sehr doppeln. Und auch zu allen anderen Fragen, ETFs und was auch immer euch. Es gibt schon einige Fragen, ob du jetzt Aktienanleihen kaufen sollst. Da können wir schon mal. Ja, können wir alles dann besprechen. Es gibt viele Fragen, die viele Menschen aus der Vergangenheit haben. Da liegen. Wir versuchen noch ein paar, aber lieber jetzt die frischen, die neuen, bevor wir jetzt hier wieder ganz olle Fragen dann bringen, ob man jetzt eine Wirecard-Aktie für 104 Euro kaufen soll oder sowas. Ne? Aber wir geben keine Anlageempfehlung, sondern können nur Ideen geben und können auch nicht alles beantworten und wissen auch nicht alles. Immer nur unsere Meinung dazu sagen, ja, und genau. Ja, unsere üblichen Disclaimer sozusagen, weil wir können wirklich nur unsere bescheidene Meinung geben, versuchen alles, was wir hier sagen, auch so gut wie möglich zu prüfen, aber ja, ne, selbst ein Wirtschaftsprüfer kann versagen, haben wir gelernt und wir können keinen Anspruch auf Richtigkeit unserer Informationen, auch wenn wir versuchen, sie gut zu recherchieren, geben. So. Gut, prima. Haben wir alles gesagt. Alles gesagt. Dann sagen wir bloß noch wie immer tschüss und ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Chapitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von Scalable Capital. Im Scalable Broker ist es erstmalig möglich, alle in Deutschland handelbaren ETFs dauerhaft kostenfrei zu besparen. Es fallen hierbei für den Kunden keine Zusatzkosten wie Depotgebühren, Börsengebühren, Fremdkostenpauschalen oder Ausgabeaufschläge an. Mehr Informationen gibt es unter scalable.capital. Kapitalanlagen bergen Risiken. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen.